Ja, liebe Gäste, verehrte Mitgestalter, sage ich mal, Mitgestalterinnen, darf ich recht herzlich begrüßen in der Stadthalle mal wieder zu einer Perspektivwerkstatt, die wir jetzt gemeinsam erneut durchführen möchten. Eine Perspektivwerkstatt für Handel und Gewerbe. Und das ist entstanden einmal aus der Bürgerinnen- und Bürgersicht, dass man sich das gewünscht hat. Und auf der anderen Seite ist es die Fortsetzung, weil der erste Teil so erfolgreich gewesen ist. Und es war ein normales Beteiligungsverfahren im Grunde genommen erstmal angedacht. Und es wurde dann mit einer Eigendynamik dann versehen, dass wir heute in den nächsten zwei Tagen sozusagen eine hervorragende Beteiligung haben von Handel und Gewerbe. Ich darf natürlich auch viele Einzelne begrüßen. Das möchte ich aber nicht en bloc gerne machen. Warum? Weil Sie lernen die einzelnen Akteure auch gleich nochmal kennen. Die Stadt Leonberg hat sich in den letzten Jahren zwar gut entwickelt, ist eine prosperierende Stadt. Wir haben einen starken Zuzug. Allerdings haben wir uns in unserer Aufenthaltsqualität auf der einen Seite, aber auch in der zwar starken Wirtschaftlichkeit, die wir haben. Wir haben ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen übrigens. Wir haben ein sehr hohes Einkommensteueraufkommen, was bedeutet, wir haben eine starke Bürgerschaft, die gut verdient, die von der prosperierenden Wirtschaft in unserem Landkreis profitiert. So profitieren wir auch davon. Aber wir profitieren auch von der starken Wirtschaft der Unternehmerinnen und Unternehmer durch Sie, meine Damen und Herren. Daher ist es nicht selbstverständlich, dass jemand sich heute Nachmittag Zeit nimmt, sein Geschäft sozusagen erstmal als sekundär betrachtet für die heutigen oder morgige Veranstaltung. Und das ist ein sehr großartiges Kompliment. Vielen Dank dafür. Wir haben es in der vergangenen Woche stark mitbekommen, was Leonberg angeht. Wir sind auch betroffen von der Entscheidung der Schließung von Karstadt-Filialen. Die Karstadt-Filiale in Leonberg wird zum 31. Januar 2024 schließen. Manche haben Zeit nur bis zum 30.06.2023. Was hat das für eine Bedeutung? Eine Bedeutung hat es, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, diese Filiale doch noch zu retten. Das wird Politik und sicherlich so versuchen. Das wird auch die Stadt Leonberg in den Gesprächen noch mal eruieren, was es da für Möglichkeiten gibt, selbstverständlich. Weil ich denke, dass es auch Karstadt als Ankermieter im Leo Center einen starken Einfluss darauf hat, was weiter passiert in unserer wirtschaftlichen Situation, Handel und Gewerbe. Wenn man nämlich in die Innenstadt fährt, gerade auf dem Marktplatz ist, sehen wir Leerstände, denen wollen wir natürlich begegnen. Wir haben mit dem Postareal einen weiteren Schritt, was Handel und Gewerbe angeht, und wir haben natürlich das Leo Center. Das bedeutet, wir haben mit Karstadt einen Verlust an einer Qualität von Handel und Gewerbe. Da gehe ich von aus. Wir müssen also rechtzeitig, und deswegen bin ich dankbar, dass wir im Grunde genommen schon so gut unterwegs sind, rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass wir eben im Handel und Gewerbe eben keinen so starken Einbruch kriegen, wenn man jetzt, sage ich mal, auf Karstadt sich orientiert. Insofern bin ich auch dankbar, dass die ECE persönlich morgen kommt. Herr Nachtigall wird morgen Nachmittag kommen und an dieser Perspektivwerkstatt teilnehmen. Also er kommt extra aus Hamburg. Also das heißt, dass die ECE als Eigentümer des Leo Centers und somit auch als Vermieter sich den Aufgaben und den Perspektiven Leonbergs auch stellt. Und ich bin im engen Kontakt schon seit 2-3 Jahren jetzt mit der ECE, dass wir
gerade was dieses wesentliche Punkt oder dieser Knotenpunkt angeht am Neuköllner Platz, das Leo Center, mitgestaltet wird von der ECE. Ich glaube, das tut uns allen gut, so einen starken Player hier im Ort einerseits zu haben, aber wenn es dann auch darauf ankommt, dieser dann auch kommt und uns begleitet. Das heißt, wir haben von einem Einzelgewerbe bis zu einem Großunternehmen alles vertreten in einer Perspektivenwerkstatt, was, glaube ich, auch sehr positiv ist. Und wenn ich die IHK letztlich auch nochmal hier vertreten ist, ist es natürlich auch nochmal ein Augenmerk darauf, dass was hier in Leonberg passiert, auch für die Industrie- und Handelskammer von wesentlicher Bedeutung ist. Denn Arbeitsplätze fallen weg, das ist das eine, Karstadt. Rund 70 Menschen verlieren möglicherweise ihren Arbeitsplatz bei Karstadt. Und ich hoffe, dass diese Menschen eine Perspektive finden, wenn es denn so sein sollte, dass vielleicht auch hier der eine oder andere sagt, Mensch, wir haben einen Fachkräftemangel, vielleicht kann ich den einen oder anderen auch auffangen. Das wäre auch mal ganz positiv, dass man solch eine Werkstatt, eine Perspektivwerkstatt auch nutzt, um sich auszutauschen. Um sich auszutauschen, um die Nöte und Sorgen des anderen kennenzulernen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Meine Damen und Herren, es geht nicht mit einer Umgestaltung der Stadt Leonberg, dass man sagt, wir wollen das Auto her verdrängen. Darum geht es gar nicht. Wir wollen eine Aufenthaltsqualität schaffen, die es ermöglicht, kurze Wege in unserer Stadt erlebbar zu machen, um auch von A nach B mal gerne das Auto stehen zu lassen und mit dem Rad oder mit dem ÖPNV oder auch zu Fuß zu gehen. Ich finde, das ist wichtig und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, dass wir das machen müssen. Das Land Baden-Württemberg, ich hatte mit der Staatssekretärin erst jüngst gesprochen, ich glaube, letzte Woche war es. Sie begleitet dieses Projekt sehr positiv. Das Verkehrsministerium begleitet das Projekt sehr positiv. Und ich glaube, darauf können wir aufbauen, daraus können wir auch schöpfen. Wenn wir eine entsprechende Vorreiterrolle hier in Baden-Württemberg einnehmen und viele Städte und Gemeinden, die das, was wir anpacken, noch vor sich haben, nämlich die Entscheidung erstmal zu treffen, was zu tun. Ich kann nur noch mal immer wieder werben dafür, dass wir in einem Punkt angelangt sind, wo wir etwas tun müssen. Und ich glaube, dass wir mit einer Perspektivenwerkstatt und mit den entsprechenden, da steht der Bigger Picture, wenn man sich die Stadt anschaut, wie eng wir doch sind, aber wie weiträumig das Gefühl ist, dann glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch dem Klimawandel zu begegnen. Und da sind Bilder drin, die der Kerner rausgesucht hat, sind Bilder drin, die wir kennen, aber es sind Bilder drin und bitte lassen sich diese Bilder mal so an sich heran, dass es ein Dritter von außen sieht, der Leonberg nicht kennt. Betrachten Sie mal das ein oder andere Foto. Ja, dieses Bild hier eignet sich hervorragend dafür, es sieht grandios aus. Also ich würde als Außenstehender diese Stadt als interessant empfinden und ich würde sagen, sie hat einen Mix zwischen Natur und Moderne und entsprechender Entwicklung. Aber wenn Sie dann mal reinschauen und die Lupe drauflegen, dann lassen Sie bitte mal das ein oder andere Foto auf sich wirken. Was sagt ein Dritter dazu, der Leonberg nicht kennt? Und das, warum sage ich das? Das ist wichtig. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben die Firma Bosch, die natürlich Aufbau der Arbeitsplätze hier vorgenommen hat und vornimmt. Das bedeutet, wir bekommen einen Fachkräftebereich, hochspezialisiert im Softwarebereich, gut bezahlte Menschen. Und deswegen sage ich, das ist unsere Zukunft. Einkommensteuer, aber auch Gewerbesteuer. Diese beiden Dinge gehört es miteinander zu verbinden und den Firmen in Leonberg, Ihnen, meine Damen und Herren, eine Perspektive zu geben, auch im Fachkräftebereich. Das gehört dazu. Denn wer eine Einkommensteuer dreht und eventuell Menschen bekommen, die im Grunde genommen keine Arbeitsplätze in der Qualifikation hier finden, kann ich Ihnen sagen, wird in 20, 30 Jahren der Einkommensteueranteil nach unten gehen.
Das bedeutet eine Spirale nach unten. Wir werden nicht mehr finanzierbar sein. Wir haben ohnehin schon unsere Probleme. Deswegen glaube ich und bin fest überzeugt davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Lierenberg in die Zukunft zu führen. Das können wir nur gemeinsam. Und deswegen ist eine Entscheidung des Gemeinderates wichtig. Aber die Entscheidung des Gemeinderates soll und muss auf der Grundlage von vielen Menschen in der Perspektivwerkstatt, die mitgewirkt haben, auch letztlich fußen. Dieses Foto, meine Damen und Herren, dieses Bild von Lierenberg, eine grandiose Stadt. Eine grandiose Stadt mit diesem grünen Gürtel drumherum. Aber die Lupe, die wollen wir anschauen. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie haben das Engagement, vielen Dank dafür, das letztlich zu ändern. Ich möchte aber noch ein großes Dankeschön nochmal hier loswerden. Und zwar, es gibt Vortragende heute bei uns, die es ehrenamtlich machen, Anführungsstrichen. Sie bekommen dafür nichts. Das sage ich deutlich. Warum? Weil wir einmal den Herrn Künkele haben und Frau Schuster von der IBA 27, von der Internationalen Bauausstellung der Region Stuttgart. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklären, heute uns einige Impulse zu geben, auch aus Sicht der IBA. Und davon wird ja immer gesprochen. Das Jahr 23 hat begonnen. Wir sind im Jahr 27 mit der IBA. 48 Monate sind es nur noch. 48 Monate. Ja, ihr müsst euch anstrengen. Die Herren Willenberger und Bungenstock von der Firma Miebach Consulting sind ebenfalls hier, die uns entsprechende Impulse geben können, aber auch Frau Gallo vom Büro Kasper aus Köln. Und das ist sensationell. Vielen Dank dafür. Sie muss leider morgen früh schon wieder los, hat sie gesagt. Aber sie hat die Radtour heute Morgen mitgemacht und sie hat sicherlich den einen oder anderen Impuls, liebe Frau Gallo. Ja, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich der Stadthalle, danke für die Technik. Das war heute auch entsprechend so perfekt ausgestattet sind. Aber an Sie, Herr von Zahlo, vielen Dank für die Moderation und an das Team, inklusive natürlich das Planungsamt der Stadt Leonberg, an das Team rund um Herrn Kerner für das Referat für innovative Mobilität, an den Herrn Schweizer, vielen Dank dafür, Wirtschaftsförderung erlebt und liebt Wirtschaftsförderung, aber auch Frau Reichert für das City Management, weil ich glaube, da seit Sie da sind, liebe Frau Reichert, ist das natürlich auch nochmal so eine andere Veranstaltung, viel hautnah irgendwie zu erfüllen. Ne? Und der Neumann vom Planungsamt macht das natürlich auch wunderbar. Vielen Dank dafür. Ich kann sie gar nicht alle nennen, weil es ist eine grandiose Zusammenarbeit. Viel Freude in den nächsten anderthalb Tagen, sage ich mal. Ich freue mich auf die Lupe und ich freue mich, was wir daraus machen. Viel Spaß. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister Kohn. Die Lupe, in der Tat, die haben wir ja hier schon ausgelegt und werden das Brennglas heute in verschiedenster Art und Weise an die Innenstadt Leonberg legen. Ich bedanke mich auch für Ihren Dank. Den möchte ich insbesondere noch ergänzen um eine Vorbereitungsrunde. Wir hatten für die Perspektivenwerkstatt eine Einladung ausgesprochen für die Handelsverbände, die hier die Altstadt, aber auch Eltingen und überhaupt das Leonberger Business Network, also alle Verbände, die sozusagen Handel und Wirtschaft hier repräsentieren oder versuchen, in der Mitgliedschaft zu repräsentieren, haben hier mitgewirkt und auch die großen Firmen haben sich eingebracht im Vorbereitungskreis. Wir haben viermal getagt, wir haben lange überlegt, wir haben die Themen uns genau überlegt, wir haben den Zeitpunkt überlegt, dass wir am Montag, spät Nachmittag und Abend tagen, ist ein Ergebnis der Überlegung, dass da Einzelhändler, Gastronomen zum Beispiel Feiertag haben und weniger zu tun und dass man es nicht am Freitag und nicht am Samstag und nicht am Sonntag machen kann. Also solche Dinge sind sozusagen aus Ihrem Vorbereitungskreis als Impulse schon hier eingegangen. Und das wollte ich gerne mich noch einmal ganz persönlich auch bedanken für Ihre Mitarbeit bis hierhin.
Die Zielsetzung dieser zweiten Perspektivenwerkstatt ist insoweit auch klar. Wir haben den Fokus auf Handel und Gewerbe gelegt. Es bietet die Chancen, Ideen auszutauschen, Vorschläge loszuwerden, auch Vorschläge zu entwickeln, die vielleicht noch gar nicht da sind, die wir aber jetzt in dieser Zusammenarbeit im Köpfe zusammenstecken, tatsächlich entwickeln und entwerfen können. Das ist sozusagen nicht die Figur, es gibt einen Plan, den stellen wir vor und dann wird er diskutiert pro und contra, sondern das ist eher die Figur Schwarmintelligenz. Sie kennen Ihre Geschäfte am allerbesten, Sie kennen Ihre Orte, Ihre Bedingungen, Sie kennen auch Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch Chancen und Hoffnungen aus Ihrer individuellen Sicht des Geschäftes, aber auch des Ortes, den Sie da repräsentieren. Und das zusammenzubringen, ist der Sinn dieser Veranstaltung, der jetzt in den nächsten zwei Tagen ihren Lauf nimmt. Das ist der heutige Auftakt mit einigen Input-Präsentationen, sozusagen Anregungen von außerhalb. Danach werden wir die Stühle drehen und dann werden wir Ihnen zuhören, Anregungen von innerhalb. Und dieses werden wir dann auch fortsetzen in einem dritten Teil heute, wo wir tatsächlich einige von diesen Themen an Planungstischen nochmal mit dem Finger auf der Karte erörtern. Es geht eben, man kann schnell über A und B und C sprechen, aber es ist dann doch interessant zu sagen, okay, was wäre denn jetzt, wenn? Also es mal zu versuchen zu konkretisieren und in ein Bild zu bringen. Das ist der Sinn und die Zielsetzung dieser beiden Tage, zu der auch morgen noch eingeladen wird ab 17 Uhr, erste Ergebnisse, erste Ideen entgegenzunehmen, die aus dieser Erarbeitung des heutigen Tages entstehen. Und dann im Nachgang morgen auch in dem, dann ist es der fünfte Teil am morgigen Abend, wiederum an Tischen zu sagen, okay, das waren ja schon ganz schöne Ideen, aber da fehlt noch dieses und das geht auch nicht, sozusagen nochmal durcharbeiten. Und dann ist es natürlich klar, es ist hier ein Moment, der natürlich im Moment gerade auch durch die Karstadt-Schließung gewisse Aufmerksamkeit genießt, aber auch ganz unabhängig davon, ein Moment, in dem die Stadt Leonberg Sie als Gewerbetreibende und Handelstreibende einlädt. Aber es ist keineswegs der einzige Moment, an dem diese Frage der Stadt und die Zeitenwende der Innenstadt, sage ich jetzt mal, erörtert werden wird, sondern es wird ja weitergehen. Es gibt also eine Leerstandsanalyse, die beauftragt werden soll. Es gibt ein Fachforum zum Thema Einzelhandel, welches im Laufe dieses Jahres stattfinden wird. Es gibt von der IHK Innenstadtberatungen zu ganz konkreten Fragen, wie mein Geschäft noch verbessert werden kann. Es soll dann im Frühjahr nächsten Jahres eine Zusammenführung der Akteure geben. Also ich könnte da noch ein bisschen weiter fortsetzen, aber Sie sehen, es ist der Beginn eines Prozesses, in dem diese Themen, die sich ja nicht von heute auf morgen ändern lassen, sondern die eine gewisse Bearbeitungstiefe brauchen, entwickelt werden. Großer Teil ist Kommunikation, also tatsächlicher Austausch. Deswegen nochmal, wenn Sie sich als Interessent auch weiter in diesem Kommunikations- und Austauschprozess beteiligen wollen, da hinten kann man Name und Adresse in der Box hinterlassen, dann kommen Sie sozusagen auf die Liste und werden als Erste wieder eingeladen. Noch organisatorisch dieser erste Teil, der jetzt folgen wird mit den vier Vorträgen, der wird hier aufgezeichnet, deswegen sehen Sie hier die beiden Kameras, weil wir denken, dass wir diese Input, diese Impulse, die wir da erhalten, auch verfügbar machen wollen für Menschen, die jetzt heute nicht konnten oder nicht wollten oder später erst sagen, Mensch, was war denn das nochmal genau mit der Logistik? Und dann nochmal auf den Knopf drücken und sagen, aha, jetzt höre ich mir nochmal den Vortrag über die IBA an, weil da war so viel drin, das habe ich gar nicht mitgekriegt, alles, als ich hier gesessen habe. Also dafür werden wir diese vier Vorträge, die jetzt folgen werden, aufzeichnen. Im Gegensatz dazu wird die Workshop-Phase in dem Sinne nicht aufgezeichnet. Genau. Und ich glaube, das wäre jetzt der Startschuss für den Vortrag Nummer 1. Wir haben gedacht, bevor die Impulse von außen kommen,
müssen wir ganz kurz mal erzählen, wo wir innen stehen, denn es ist ja schon gesagt worden, Herr Kohn hat ja schon darauf hingewiesen, dass dieser Prozess schon länger gestartet ist. Die Perspektivenwerkstatt Nummer 1 war im September letzten Jahres. Natürlich ist daraus viel erfolgt und Herr Kerner wird uns jetzt freundlicherweise das Bigger Picture erläutern, vor dem Hintergrund, wie die Innenstadt thematisieren. Ja, vielen Dank. Genau, ja, der Herr Kohn hat es ja schon angedeutet, das schöne Bild, Leonberg hat viel zu bieten, wir haben super Potenziale hier, wir haben eine schöne Stadt. Wenn man teilweise reinzoomt, gibt es allerdings auch solche Bilder. Das soll jetzt einfach mal relativ plakativ darstellen, wo wir gerade stehen. Wir haben ja, zum einen Städtebau der 70er Jahre, die Hochhäuser, was entstanden ist, was auch seine Berechtigung hat, aus der heutigen Zeit in Klimaanpassung aber nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Wir haben neue Entwicklungen, das BPD-Areal hier, die punktuell entstehen, aber es gibt bisher noch keine strategische Ausrichtung, eine Zielsetzung, wie verknüpfen sich die einzelnen Elemente, wie passt die Mobilität mit der Stadtplanung zusammen. Und daran gilt es jetzt eben zu gehen. Wir haben hier ganz plakativ vom Leo Center viel Betonbüste, wenn man reinzoomt, also ein riesen Autoknoten direkt vor eigentlich dem größten Attraktor in der Innenstadt, dem Leo Center. Viel Potenzial, was man nutzen könnte für eben mehr Aufenthaltsqualität und wo wir eben genau hinwollen. Wo wir hinwollen, die Vision habe ich es jetzt mal hier genannt. Es ist ein Impuls vom Umweltbundesamt tatsächlich, Stadt für morgen. Wie soll unsere Stadt für morgen aussehen, damit wir den Ansprüchen des Klimawandels gerecht werden können, den Konkurrenzansprüchen, Fachkräftemangel ist ein Stichwort. Also Hauptschlagpunkt ist die Erhöhung der Stadtqualität und Sicherung eines attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandorts. Also wir wollen, dass Leute gerne hier wohnen, wir wollen, dass Leute gerne hier arbeiten, dass eben entsprechende Einkommenssteuereinnahmen etc. auch steigen und man die Stadt wirklich attraktiv gestalten kann. Genau, das ist mal so ein skizzenhaftes Bild, wie sowas aussehen kann. Diverse Mobilitätsangebote, das heißt, wir haben nicht nur Autos, sondern wir haben auch Busse, wir haben Kleinstfahrzeuge, elektrisch betrieben, wir haben Fahrradwege, Fußwege, wir haben durchmischte Quartiere, das heißt nicht Gewerbe hier, Wohnen da und ich habe lange Pendelwege, sondern teilweise auch innerhalb von Quartieren eben verschiedene Nutzungen, dass dann die Wege auch kurz sind, Begrünung, kompakte Wohnquartiere und einfach eine lebenswerte Stadt, wo ich mich als Bürgerin oder Bürger gerne aufhalte. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, die Vision, da wollen wir hin. Wir haben jetzt hier tatsächlich auch ein konkretes Beispiel, der Bosch Campus, was eigentlich wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie sowas aussehen kann. Wir haben hier einen riesen, also einen Global Player aus der Wirtschaft, der sich zum Ziel gesetzt hat, ich öffne mich nach außen. Ich bringe hier nicht nur Büro rein und mache meinen Zaun davor, sondern hier kommt unten kommt Gastronomie rein, die öffentlich nutzbar ist. Wir haben eine Kita, die integriert ist. Und dieser ganze Wirtschaftsstandort ist integriert in das öffentliche Stadtbild. Das entsteht gerade, da haben wir jetzt kürzlich auch den Beschluss vom Gemeinderat bekommen. Und die Ausführung und wird dann Mitte dieses Jahres auch starten. Wir haben auch direkt, man sieht es hier rechts im Bild, kommen auch die Wohngebiete direkt. Das heißt, sehr durchmischtes Quartier, nicht ein reines Gewerbequartier, nicht ein reines Wohnquartier, sondern einfach der innovative Gedanke, Nutzungen zu mischen. Jetzt wird es ein bisschen trocken. Ich will nur kurz einen Überblick geben, was dann wirklich dahinter steht, projektbezogen. Wir haben zwei Projekte, die eigentlich ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das eine entsteht aus der Mobilität, links gesehen, Leonberg Stadt für morgen, ist gefördert von Mitteln des Verkehrsministeriums. Wir sind da im regen Austausch, haben da einen großen Fördertopf, den wir abgreifen wollen und wahrscheinlich auch können, wo es darum geht, die Verkehrsachsen umzugestalten, gleichberechtigte Mobilitätsangebote im Zusammenspiel mit städtebaulicher Integration zu bringen. Dann haben wir den rechten Block, der aus der Stadtplanungsperspektive kommt, also so ein übergeordnetes Bild, wie
will ich denn meine Innenstadtstrategie und auch die für die gesamtstädtische Fläche eine Strategie entwickeln, verschiedene Nutzungsansprüche miteinander zu verbinden, integrieren. Steht auch das konkrete Ziel der Flächennutzungsplan 2040 dahinter, der dann aufgestellt werden soll. Das ist einfach ein Planungsinstrument, das man als Stadt aufstellen muss. Aber die Vision, die dahinter steckt, ist bei beiden Projekten die gleiche. Wo wollen wir hin, eine Strategie zu entwickeln und dass diese beiden Themen, Mobilität und Stadtplanung, miteinander vernetzt werden. Das ist der Gedanke dahinter. Wir arbeiten da auch eng zusammen. Ganz kurz die Ansprechpartner. Ich leite hier das Referat für innovative Mobilität. Das heißt, die Mobilitätsprojekte sind explizit bei mir und der Herr Ingo Neumann beim Stadtplanungsamt. Wir sind in den verschiedenen Dezernaten vom Herrn Kohn und vom Herrn Brenner, die da aber auch eng zusammenarbeiten, dass diese Themen wirklich gesamthaft gedacht werden, dass wir da eine Gesamtstrategie für unsere Stadt bekommen. Ganz kurzer Impuls zur Mobilität. Was wollen wir erreichen? Wo kommen wir her? Stadt von heute, ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Wir haben ein Überangebot, was den Pkw-Verkehr angeht. Eine Auswertung, die unser Planungsbüro gemacht hat für Eltinger Straße, Römerstraße, kam raus, dass wir ca. 60% der Flächen für einen Pkw vorgesehen haben, 2% für den Radverkehr. Das zeigt schon mal die Gewichtung zwischen diesen beiden Verkehrsmitteln. Dieses Ungleichgewicht, daran wollen wir was ändern und das in eine Balance bringen, dass alle Verkehrsmittel gleichgewichtet werden. Ich habe die Möglichkeit, für einen längeren Weg, wenn ich raus aufs Land will, nehme ich den Pkw, weil der einfach das beste Mittel ist. Für die kurzen Wege kann ich aber auch attraktiv zu Fuß gehen, kann Radverkehr nutzen. Also einfach diese Balance schaffen. Herr Kohn hat es vorher auch schon angedeutet, wir wollen das Auto nicht rausdrängen, sondern das hat auch seine Berechtigung und seine Vorteile, aber es muss eben ausgeglichen sein. Dann der stadtplanerische Ansatz. Dort haben wir natürlich ein viel weiteres Spektrum, was eine Stadt alles betrifft. Wir haben Themen wie die Mobilität jetzt ganz oben in Rot. Wir haben aber auch bezahlbares Wohnen. Die Mietpreise gehen immer weiter hoch. Wie kriegt man das attraktiv hin, dass Wohnen auch bezahlbar ist? Wirtschaft und Gewerbe ist natürlich ein Thema, warum wir jetzt heute hier sind vor allem. Grüne und Erholungsräume, Klimaschutz. Und diese verschiedenen Layer, die sollen dann übereinander gelegt werden und dann die Nutzungsansprüche, die Nutzungskonflikte, die vielleicht entstehen, abgewogen werden und in einen gesamthaften Plan überführt werden. Genau, zu diesen ganzen 8 Themen sind es insgesamt, werden auch verschiedene Fachstrategien durchgeführt. Teilweise sind sie schon durchgeführt worden, teilweise kommen sie noch dieses Jahr und sollen dann einfach verschiedene Fokusse erarbeitet werden, die dann übereinander gelegt werden können. Ja, das ist nur mal zur Verdeutlichung, was da noch alles dahinter steckt. Das sind sehr komplexe Prozesse, die dann miteinander verwebt werden. Damit will ich es jetzt aber gar nicht zu sehr langweilen. Was wir jetzt uns im ersten Schritt anschauen, ist konkret der Innenstadtbereich und die Vernetzung der verschiedenen Zentren, die wir hier in Leonberg haben, also die Altstadt Leonberg, Altstadt Eltingen und aber auch die Mitte Neuköllner Platz, das neu entstehende Postareal und die Gewerbeflächen östliche Römerstraße. Wie können wir diese Zentren, diese Schwerpunkte wirklich vernetzen und die verschiedenen Ansprüche stärken? In der vergangenen Perspektivenwerkstatt ist dann schon mal so ein erster Innenstadtplan 1.0 entstanden. Das ist so ein erster Ideenaufschlag, der aus diesen verschiedenen Workshop-Tischen, Bürgerwünschen zusammengetragen wurde. Und aus diesem Innenstadtplan 1.0 soll jetzt in diesem Jahr und in den nächsten Monaten ein Innenstadtplan 2.0 dann auf der rechten Seite hier entstehen. Das heißt, wir haben jetzt einen gewissen Prozess. Herr von Zadow hat es gerade auch schon angesprochen. Wir sind jetzt hier nicht in der Momentaufnahme und dann ist alles fertig, sondern es ist einfach ein Prozess. Das wird seine Zeit dauern. Wir werden die verschiedenen Themen jetzt beleuchten. Heute sind wir jetzt hier bei der Perspektivenwerkstatt. Handel und Gewerbe wollen da Impulse von Ihnen bekommen. Wie stellen Sie sich denn die Stadt für morgen vor? Was sind Ihre Themen, die sich aufdrängen, die wichtig sind, die betrachtet werden müssen? Und wie kriegen wir die in diesen Gesamtkontext mit rein? Was schon ansteht als nächstes Fachforum ist dann Grün und Erholungsräume, 13.05. Das können Sie sich gerne schon notieren, falls Sie da auch Zeit und Lust haben. Im Juni und September kommen nochmal Wirtschaft und Einkaufen in Stadt dran.
Das wird aber auch alles immer rechtzeitig bekannt gegeben. Genau, das in der Kürze von mir zum Überblick. Woran arbeiten wir, wo wollen wir hin? Und jetzt will ich Sie gar nicht länger nerven und an die Impulse übergeben. So, meine Damen und Herren, irgendwas mit Logistik wird jetzt passieren. Dieses ist tatsächlich ein Titel einer Blog-Serie, die ist im Internet, die können Sie im Internet googeln. Irgendwas mit Logistik heißt die. Und in einer dieser Serien, ich glaube Folge Nummer 156, also das ist schon wirklich, hat Tradition und ist sehr vielfältig, ist der Herr, der Herr Wilberger mit aufgetaucht und mit dem Herrn Strauch gemeinsam zusammen haben sie dort im Gespräch Dinge entwickelt, wo plötzlich festgestellt wurde, diese integrierte Verkehrsplanung und die integrierte Stadtplanung spricht scheinbar dieselbe Sprache. Es geht um viele Akteure, es geht darum, sie zu verknüpfen, es geht darum, Synergien zu finden, nicht Solitärlösungen, sondern irgendwas, was wirklich vielfachen Nutzen ausbringt und uns eben tatsächlich in dieser städtischen Zukunft, die nachhaltiger sein soll, wirksam unterstützen kann. Das sind also nicht nur irgendwelche technischen Wundersysteme, die noch mehr Technik und noch mehr Rechner brauchen, sondern es geht wirklich um den gesunden Menschenverstand, Dinge zu bündeln, die auf den Punkt zu bringen. Und wie kann das optimal organisiert werden? Das ist die große Frage. Was kostet sowas für Nutzer? Welche Anforderungen stellt eine Logistik der Zukunft jetzt dann wiederum an die Stadt- und Verkehrsplanung? Platzbedarf, Glasfaserkabel. Herr Wilberg, ich denke, es liegen hier viele Zutaten auf dem Tisch. Wie könnte daraus ein Gericht werden? Herzlich willkommen bei uns und wir sind sehr neugierig auf Ihren Vortrag. So, gut. Vielen Dank, Andreas, für die Einführung. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Dann bin ich im Bild. Ich dachte, hier hinten ist noch eine Kamera. Also, dann stelle ich mich dahin. Fällt mir zwar schwer, ruhig zu stehen, aber wir versuchen es. Dankeschön. Enrico Strauch von der Schüsslerplan ist eben schon mal erwähnt worden. Durch den sind wir zu diesem Thema hier heute gekommen. Aber Corona begleitet uns, ihn heute. Und uns vor einem halben Jahr, als wir den Thementag dazu machen wollten, zu dem Thema Urban Logistics in Frankfurt. Und da hatten von sechs Fachreferenten zwei Corona und zwei Moderatoren. Und so sind wir dann in die Podcast-Geschichte eingestiegen. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Irgendwas mit Logistik heißt die Plattform wirklich. Irgendwie 160 und 161 sind die Episoden. Und dort unterhalten wir uns einfach mal aus dem Bauch heraus über das ganze Thema Urban Logistics. Aus dem Bauch heraus, das kann ein Berater eigentlich nicht. Ja, das muss alles wissenschaftlich erarbeitet sein, da müssen Excel-Listen gefüllt werden. Und so haben wir uns vor zwei Jahren im Herbst 2021 aufgemacht, eine Studie zu machen zu dem Thema Urban Logistics. Weil wir gespürt haben, das ist ein Thema, was essentiell wird für die Zukunft und insbesondere für die Zukunft des Handels in den Städten. Kurz zu meiner Person, warum mache ich das hier? Ich bin im Hause Miebach Consulting verantwortlich für das Business Development Management, sprich, das war Neudeutsch, der Vertrieb mache ich für die ganze Branchen Fashion und Lifestyle. Und insofern darf ich heute hier stehen und Ihnen diese Logistikstudie mal vorstellen, die wir vor über zwei Jahren ins Leben gerufen haben. Mein Kollege Marius ist dabei, der war im Team damals dabei. Der hat die ganzen Excel-Listen und solche Dinge befüllt. Ganz kurz zu uns, Zahlen, Daten, Fakten, die CDF-Folie. Wir sind ein weltweit tätiges Beratungshaus, was sich mit Logistik und Supply Chain beschäftigt. Wir werden in diesem Jahr 50 Jahre alt, haben rund 400 Mitarbeiter in 26 Büros in 22 dieser Ländern. Und in all diesen Ländern gehen wir im Moment an das ganze Thema Urban Logistics heran, aus dem Blickpunkt unserer Kunden und hier jetzt im Speziellen Fashion, Handel und FMCG, also die Fast Mover, Konsumergute und der Dienstleister. Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit einem Kollegen von der Stadt hier gesprochen, Avato hat sich auch schon mal hier gemeldet.
auch die sind hier mit beteiligt. Das heißt, wir versuchen, die Themen zu analysieren, die auf dem Markt sind. Wir versuchen, sie mitzugestalten bis hin zur Umsetzung. Je nachdem, was der Kunde von uns wünscht, bleiben wir auch bis zum Schluss bei den verschiedensten Projekten dabei. Und nur um Ihnen ein Beispiel mal zu geben, wir bauen im Moment gerade das große Distributionszentrum, das neue für S. Oliver in der Nähe von Würzburg. Einer unserer größten Kunden im Fashion-Bereich, die Hugo Boss AG, sitzt in Metzingen. Für die haben wir die ganze Logistik weltweit schon gemacht. Das sind so die Themen. Aber länger möchte ich Sie nicht gestalten, hinhalten mit dem ganzen Thema Miebach. Omnichannel. Das war 2015, 2016, 2017 noch ein ganz, ganz kleines Wort. Damals hat man wirklich noch gedacht, wir haben den Handel, wir haben den Wholesale, die Karstadts, die Kaufhofs, die Peeks und Kloppenburgs dieser Welt und wir haben E-Commerce. Das sehen Sie auf der linken Seite. Man hat produziert, man hat in ein Lager hineingefahren für den Handel. Das war das untere Distributionszentrum und es gab ein Distributionszentrum für den E-Commerce. Das ist die alte Welt und die ist noch gar nicht so lange her. Das sind mittlerweile 2 Jahre her. Wir hatten damals gesagt, wie sieht es mit Omnichannel aus? Für dich, lieber Kunde, Hugo Boss, Esprit oder wie sie alle heißen. Das haben wir auf der Agenda. Und das ist in den nächsten 10 Jahren auf unserem Plan. Das war 2018, 2019. Dann kam Corona. Und mit Corona einher, das hat jeder von Ihnen, glaube ich, erlebt, war das ganze Thema des stationären Handels und des großen Handels zunächst mal durch die Lockdowns komplett am Boden. Und der E-Commerce ist ab durch die Decke gegangen. Und viele hatten gedacht, der Handel kommt nicht mehr zurück. Und das wissen wir heute besser. Der Handel kommt wieder zurück und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Handel zurückkommt für unsere Städte und für unser ganzes Sozialempfinden, was wir als Menschen haben. Das heißt, der Omnichannel ist jetzt schneller angekommen beim Handel, wie das ihm lieb war oder wie das er das auf seiner Agenda hatte. Mir als Kunde, mir ist es ganz egal, wo ich diese Jacke kaufe. Ob ich die online kaufe, ob ich sie im stationären Handel kaufe, ob ich sie am Flughafen kaufe oder sonst irgendwo. Ich will sie kaufen. Wenn sie mir nicht passt, will ich sie zurückgeben. Auch dann oder dort, wo es mir passt und nicht, wo es dem Handel passt oder dem Kunde, Dienstleister passt. Das ist das Thema Omnichannel. Im Prinzip auf allen Kanälen unterwegs sein. Und wir versuchen unsere Kunden auch in diese Richtung zu beraten, dass wir sagen, bitte guckt mal durch die Brille eurer Kunden. Was möchten die denn? Was ist der Service, den ihr in Zukunft als Händler, als Hersteller anbieten müsst? Und so ist diese Studie dann auch vonstatten gegangen. Man sieht hier dieses Strickmuster, was wir aufgezeichnet haben. Die Städtelogistik ist extremst komplex. Und so sind wir auch mit Schüsslerplan dann hineingekommen. Schüsslerplan kam auf uns zu und hat gesagt, Leonberg möchte die Stadt autoärmer machen. Ich habe es eben geräuschärmer, habe ich gelernt, ja, wenn man die Lupe aufmacht. Das hat man auch geplant durch 2 Achsen und dann kam der Handel. Ja, und wie werde ich beliefert in Zukunft? Wann darf ich beliefert werden? Und das sind so diese Themen, die wir uns in der Logistik gestellt haben. Dieses neue Modell der Stadtlogistik. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz die Studienergebnisse, das Studiendesign mal zeigen. Ich möchte Sie nicht langweilen mit Diagrammen. Da sind zwar 3, 4 Diagramme drin. Wir stehen Ihnen nachher zur Verfügung, was so die Detailaussagen dazu sind. Aber ich glaube, es gibt zumindest mal einen roten Faden. Also von mir kommt jetzt das Stück der Lupe hinzu, was die Logistik und Supply Chain betrifft. Wir hatten in der Studie 284 Teilnehmer. Das ist eine ganze Menge, die da mitgemacht haben. Und Sie sehen aus dem Thema Textil und Lebensmittel über 60%. Aus dem Thema Hersteller, auch Fashion nochmal und FMCG und die logistischen Dienstleister. Das war also eine recht homogene Verteilung, fast jeder ein Drittel davon, von Händlern, Herstellern und Logistikdienstleistern. Und Sie sehen hier die Top-Beweggründe, die Antworten, Serviceverbesserung, ein ganz, ganz großes Thema, immer wieder aus der Brille des Kunden geguckt. Die Kundenanforderungen, die werden immer mehr, ja. Sie können sich keinen Kunden verschließen, wenn Sie in Zukunft Erfolg haben wollen. Nutzung von Synergien, ein ganz, ganz großes Thema, auf das wir später noch zurückkommen. Und das Thema Nachhaltigkeit war natürlich damals schon ein Buzzword,
was weit über 80% genannt worden ist. Um Nutzungsgründe bestehender Infrastruktur, ein kompliziertes Wort. Das heißt, was man schnell herausgefunden hat, wir brauchen Lagerfläche in Zukunft. Lagerfläche für den Service so kleinteilig wie möglich auch abzubilden. Und da geht es einfach darum, wie können wir vorhandene Infrastruktur nutzen. Sie hatten es eben gesagt, wir haben viele Leerstände. Es wird in Zukunft ein großer Leerstand noch dazukommen. Das hat jede Stadt hat mit diesem Thema zu kämpfen. Und wir sind davon überzeugt, wenn ich diese Leerstände smart nutze, dann habe ich mehr davon, als wie dass ich die Fehler der 60er und 70er Jahre wiederhole und reise zunächst mal alles ab und baue alles neu. Also Lagerfläche brauche ich für diese Urban Logistics. Und Sie sehen hier nochmal, wir sehen sehr viele Möglichkeiten, die Händler und die Hersteller, um Logistikkonzepte zu nutzen. Und auch da geht es wiederum, ich muss immer hier hochgucken, deswegen wollte ich das andere Mikro, Entschuldigung. Es geht darum, Micro-Hubs zu haben, Consolidation Centers zu haben, Pick-up-Stationen zu haben, Verkaufsräume zu nutzen. Das sind alles jetzt ja, Worte, die Ihnen vielleicht nicht sagen. Ich will es ein bisschen kurz erklären. Das Micro-Hub sehen wir, das Micro-Hub ist in der Stadt. Das Urban Consolidation Center ist außerhalb der Stadt. Ich zeige da nachher noch mal eine Folie dazu. Aber Sie sehen es, wo man drüber nachdenkt. Wo können die Leute ihre Ware abholen, die sie eingekauft haben? Ja, wo kann ich einen Verkaufsraum, der leer steht, nutzen für Abholstationen? Kann ich ein Parkhaus nutzen für Abholstationen oder für ein komplettes Umschlagcenter? Auch das sind Konzepte, die bereits schon bestehen. Wir machen im Moment mit dem Unternehmen Miebach in Madrid ein Urban Logistics Programm. Auch dort sind Parkhäuser, die man heute nicht mehr nutzt. Die werden nicht abgerissen, sondern das sind Umschlagszentren, das sind Abholzentren. All das kann dort genutzt werden. Das heißt, insgesamt wird die zukünftige Nutzung von zusätzlichen Lägern präferiert. Wir müssen dabei gucken, wo bringen wir welche Läger hin, diese Konsolidierungsläger und die Micro-Hubs, wo bringen wir Pick-up-Stationen hin. Und wie können wir Verkaufsräume und Parkhäuser nutzen? Sie kennen es alle, Sie kommen aus dem Handel, Sie kennen das besser wie ich. Wenn ich heute einkaufen gehe mit meiner Frau, mit meinen Kindern und Enkelkindern, dann möchte ich nichts mehr schleppen. Ich möchte in die Stadt gehen, ich möchte ein Erlebnis haben, ich möchte einkaufen, ich möchte dann meine Fashion kaufen, möchte nebendran noch was essen gehen oder einen Kaffee trinken gehen. Und die Ware, die soll doch bitte schön zu mir kommen. Ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich glaube, dass so in Zukunft immer mehr gedacht wird. Es ist eine Chance für die Unternehmen, glaube ich, nachhaltiger, flexibler und den steigenden Kundenanforderungen entgegenzukommen. Ja? Auch hier sehen wir es nochmal. Ich möchte eine Serviceverbesserung anbieten. Wie sieht diese Serviceverbesserung aus? Die sieht für jeden anders aus, weil jeder von Ihnen hat eine andere Zielgruppe. Ja, die Kundenanforderungen, die entwickeln sich im Moment ja, sehr dynamisch. Was vor 2 Jahren noch da war, ist vielleicht heute gar nicht mehr Realität. Nachhaltigkeit, ein großes Thema. Kann ich nur davor warnen, mit Nachhaltigkeit irgendwie Marketingaktionen zu starten, die hintendran was ganz anderes vielleicht sagen. Das ist ein großes Thema. Hier ist es noch an der 4. Stelle. Ich glaube, wenn wir heute die Studie machen, Marius, glaube ich, wäre die Nachhaltigkeit fast an der 1. Stelle. Soweit sind wir mit diesem Thema. Kostenreduktion, ein großes Thema. Die Supply Chain ist extremst komplex geworden. Sie ist jetzt extremst teuer geworden, weil gerade die ganzen Fashion-Unternehmen, FMCG-Unternehmen fertigen weltweit und haben extremen Kostendruck. So, dann kommen wir dazu, was eben auch schon mal genannt worden ist. Versorgungsmittel lediglich einem Lieferanten möglich. Wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Will jeder noch sein Süppchen für sich kochen oder arbeiten wir zusammen? Wo können wir uns wirklich zusammentun? In Lagerflächen? Ja, wo können wir uns zusammentun in flexiblen Anlieferungskonzepten? Pop-up-Stores, das ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon in Leonberg ein Thema ist. Also Stores, die mit in Containern hingestellt werden. Ich kann dort eine Woche lang meine T-Shirts kaufen von der Marke X und sie sind in der nächsten Woche nicht mehr da. Auch das sind Themen und sind Konzepte, die Städte schon anbieten. Ruhestörung durch Anlieferverkehr, ein großes Thema. Wenn wir die Städte autoärmer machen wollen, wann beliefere ich die Städte?
Welche Zeitfenster gebe ich denen in die Städten? Welche Mobilität nutze ich dafür? All das sind Dinge, die wir betrachten müssen, und natürlich der Kapazitätsmangel, den wir haben. Wie sieht es aus mit den Zukunftsaussichten? Ich habe das hier schon mal eben gesagt, die Zustellfahrzeuge, wie werden die in Zukunft aussehen? Welche Konzepte gibt es da? Ich hatte eben mit Stefan nochmal gesprochen, hier ist in der Stadt auch, glaube ich, bis 11 Uhr diese kleinen LKWs, die Sprinter zulässig und danach nicht mehr. Es gibt mittlerweile Städte, die sagen, nach 11 muss ich meine Geschäfte auch noch versorgen. Ich mache das mit E-Bikes, mit E-Lastenfahrrädern, um einfach immer wieder Nachschub zu haben, um den Kunden so zu bedienen, wie er es sich wünscht. Schlussendlich ist das ja unser Ziel. Und keines der Konzepte, die wir hier unten haben, mit ÖNPV, ÖPNV, das gibt es ja auch in Berlin, können Sie sich Ihre Produkte kaufen, können Sie in die Straßenbahn stellen und 5 Straßenbahnen weiter. Ich gucke, ja, die Uhr, die sagt, ja. Das sind Dinge, über die wir uns heute unterhalten wollen mit Ihnen, über die verschiedensten Konzepte. Es gibt ein ganz, ganz großes Thema, Koordinationsaufwand, Kosten, über die wir sprechen müssen. Ich gehe mal einfach weiter, weil unten habe ich es fett gemacht, Unklarheit darüber, welcher Akteur trägt die Kosten. Wer ist für die Kosten verantwortlich, die da kommen? Nochmal ein bisschen was zu Urban Logistics Centern, wie wir sie sehen. Das sind für uns die, die die Städte versorgen. Und in den Städten sind die Micro-Hubs mit den Möglichkeiten, die wir dort unten drunter haben, zum Lagern. Und hier sind ein paar interessante Fakten. 70% glauben, dass diese Hubs kommen müssen, ja, und sollten von einem Dienstleister, den DHLs und UPS dieser Welt, betrieben werden. Nur 32 sind der Meinung, dass der Kunde dafür bezahlen wird. Auch das ist ein Thema, was wir uns im Kopf behalten müssen. Und 74% können sich die Nutzung eines Hubs in den nächsten 3 Jahren vorstellen. Das sind die Herausforderungen, über die wir eben schon mal gesprochen haben. Flächenverfügbarkeiten, Rentabilität. Und schlussendlich ist eine Zusammenarbeit absolut notwendig. Es müssen finanzielle Anreize geschaffen werden. Kostenförderungsprogramme müssen da sein. Die Zusammenarbeit zwischen den Dienstleistern ist ein großes Thema. Ich brauche nicht 5 CAP-Dienstleister in der Stadt, ich brauche nur einen. Auch das ist ein großes Thema. Und Einbildung aller Beteiligten, das haben wir auch gelernt. Man kann nicht nur aus der Logistik- und Supply Chain-Brille gucken oder aus der Städteplaner-Brille gucken. Wir müssen zusammen sein. Aktive Teilnahme, das finde ich hier ganz toll. Und ganz entscheidend ist flexible IT-Lösungen. Auch das müssen wir haben. Und wir als Konsumenten, wir müssen willig sein, unsere Komfortzone auch zu verlassen. Wir müssen uns auch bewegen. Das sind so ein paar Dinge, die ich Ihnen rüberbringen wollte. War ein bisschen länger jetzt, aber alles andere machen wir nachher an den Tischen. Vielen Dank. Gibt es noch irgendwelche Fragen zur Logistik? Es wäre durchaus die Zeit. Spontan. Könnte bitte ein Mikrofon geliefert werden? Wir hatten da was verabredet. Das steht da auf dem Ständer oder dort, genau. Einfach runternehmen und reinsprechen. Ja, ich habe eine Frage. Das Bundesverkehrsministerium geht ja davon aus, dass der Verkehr um 50% steigt, der Straßenverkehr, auch vor allem durch das Thema Internetgeschäft. Wie lässt sich sowas vereinbaren mit so Logistikkonzepten? Ja, das ist genau, geht das jetzt? Ja, das ist genau das Thema. Wie kann die Stadt, wie reagiert die Stadt? Welche Konzepte entwickeln wir da gemeinsam? Und wir spüren im Moment, dass dieses Internetgeschäft schwächelt. Der reine E-Commerce schwächelt. Das kriegen wir vielleicht als Händler oder Sie als Händler noch nicht so mit. Wir kriegen es in den großen Bildern mit, die wir hören, wenn Sie, ich gebe nur eine Zahl, wenn Sie hören, dass Amazon für 18 seiner Standorte in Europa Untermieter sucht, dann können Sie sich vorstellen, wie das E-Commerce, das reine E-Commerce-Geschäft nach unten geht. Wir werden nicht alle erreichen. Wir werden keine Primark-Kunden erreichen, aber wir werden die Klientel erreichen, die im mittleren und höheren Marktsegment ist, die sich bewusst werden, dass das auch mit Nachhaltigkeit einhergeht.
Das ist das Thema. Ich denke, dass der Verkehr steigt, das ist richtig, aber was lässt die Stadt zu und was lassen wir vielleicht als Gesellschaft zu, wenn wir sagen, wir wollen weiterdenken? Gibt es noch eine Logistikfrage speziell auf Leonberg bezogen vielleicht? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich nochmal herzlichen Dank, Timo Willberger. Und wir sehen uns dann am Planungstisch nochmal. So, meine Damen und Herren, wir haben ja alle schon von der IBA gehört. Und es ist ja klar, dass in der Region hier viel stattfindet in Sachen Transformationsprojekten. Insofern wäre es absolut schon Grund genug gewesen, Herrn Künkle einzuladen, um darüber mal zu berichten, damit wir hier in Leonberg mal hören, was alles so in der Pipeline ist. Aber es ist ja nun noch interessanter geworden, seitdem die IBA sich ein Projekt hier in Leonberg selbst mit der Lupe anschaut, also richtig mit der Lupe, mit der ganz großen Lupe, bis in den Keller und bis in die Parkhäuser hinein, ob möglicherweise das große Projekt, auf das Leonberg ja schon seit 2017 wartet, nämlich das Postareal, die Nachnutzung des heutigen oder des früher ehemaligen Postareals, an dieser wichtigen Schnittstelle zwischen Altstadt und Stadtmitte, an dem schon Wettbewerbe und also wunderbare Dinge gedacht worden sind, aber bis heute ist noch nichts passiert. Wir sind heute nochmal dort vorbeigefahren und haben uns die Ruine angeschaut. Und dieses Projekt ist in der Zeit auf der Werkbank, wird untersucht, ob es ein IBA-Projekt werden könnte, was natürlich ganz fabelhaft wäre, weil wir dann wüssten, 2027 ist es fertig. Nicht nur das, wir wüssten auch, es würde Qualitäten realisieren, die die Innenstadttransformation von Leonberg sicherlich gut tun wird und alle warten darauf. Also, meine Damen und Herren, Herr Künkele, Sie haben das Wort und wir sind sehr neugierig, was die IBA hier beitragen kann. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einführung und schön, dass wir hier sein dürfen. Heute. Wir haben uns nicht so sehr jetzt auf das Postareal in Leonberg konzentriert, weil wir haben eigentlich gedacht, dass wir uns vor allem darauf konzentrieren, was wir bei der IBA machen. Ich habe Ihnen ein paar Projekte beigebracht und zuallererst möchte ich Ihnen aber zeigen, wo wir herkommen. Das ist ein Luftbild von der Weißenhof-Siedlung, Sie alle kennen sie von 1927, das ist auch der Anlass, weshalb wir 100 Jahre später, nachdem unsere Großmutter, wie wir so schön sagen, Geburtstag hat, dann auch eine IBA wieder machen wollen. Das ist aber eine IBA, die nicht fokussiert ist auf einen Standort wie damals, der wurde übrigens sehr schnell entwickelt, sondern es ist eine IBA, die regional angesetzt ist. Ja. Hier ganz kurz mal ein Schema und ein Ablaufplan, wie wir uns zeitlich verortet haben. Wir sind gestartet 2018 mit Projektaufrufen, das heißt Projektträger konnten sich bewerben dafür. Dann ging es mit einigen Events weiter, es wurden Projekte ausgerufen. Jetzt sind wir in 2023, dieses Jahr machen wir das erste Festival. Das wird unter anderem in der Königstraße stattfinden und Sie können auch daran sehen, dass auch in der Königstraße doch ein Hotspot für Handel und Einzelhandel tatsächlich umgedacht wird, was an Interimsnutzung auch vielleicht möglich ist. 2025 ist das nächste Festival und 2027 dann die Ausstellung. Wir beschäftigen uns vor allem dann mit Symposien, Ausstellungen in der Zwischenzeit, mit Fachtagungen, Themenforen, mit Fachveranstaltungen, mit Führungen, Beteiligungsprozessen und das Festival 23. 23 kommt dann auch die Urban Future Conference nach Stuttgart und wir haben zahlreiche Kooperationen, zum Beispiel mit der Architektenkammer Baden-Württemberg, mit den Hochschulen, mit dem DGNB, mit Landesministerien, mit dem BBSR und auch mit der Bundesstiftung Baukultur. Das ist übrigens ein Bild von einem Symposium, wo das Gebäude von Le Corbusier mit einer Klang- und Lichtinstallation neu bespielt wurde und einen ganz neuen Ausdruck bekommen hat.
Sie sehen hier die regionale Karte, wo die IBA-Projekte verortet sind. Man sieht, dass nicht alles konzentriert ist auf Stuttgart, sondern tatsächlich auch in der Region verortet ist. Die blauen sind welche, die vielleicht noch gekürt werden zu Projekten. Die grauen sind die, die schon gekürt sind. Die Themen, die uns beschäftigen, sind die produktive Stadt. Das heißt also das, was uns auch hier beschäftigt bei diesem Workshop. Die Zukunft der Zentren, noch wichtiger, wenn wir zum Beispiel jetzt die Misere mit Karstadt betrachten. Orte der Bewegung, das bedeutet auch zum Beispiel den Bahnhof von Leonberg, den Lebensraum Neckar und Erbe der Moderne. Von denen haben Sie, die einen sagen glücklicherweise, die anderen sagen unglücklicherweise, eine ganze Menge hier in Leonberg. Ich zeige Ihnen nun ein paar Projekte, damit Sie so ein bisschen sehen, wohin die Reise bei uns geht und was so die Hauptzielrichtungen sind. Das ist ein Wettbewerbsentwurf von PPAG-Architekten aus Wien. Es ist ein städtebaulicher Wettbewerb gewesen für Stuttgart-Münster, für eine Baugenossenschaft, die Baugenossenschaft Münster. Und was man hier sieht, ist eigentlich auch schon ganz schön das Bild, was wir so vor Augen haben, wenn wir an Quartiere denken, wenn wir an eine Mischnutzung denken, wenn wir an Nutzungen denken, wo das Auto vielleicht nicht im Vordergrund steht, sondern wo die Erdgeschosszonen und das Wohnen, Handel, Gewerbe und Wohnen zusammen funktionieren. Hier sieht man es in der Isometrie, die gelben oder senfgelben Flächen, das ist alles Gemeinschaftsnutzung, weil auch dieses ist etwas, wo wir uns auf jeden Fall Gedanken machen müssen. Wenn der Handel auf die eine oder andere Art nicht mehr im Fokus steht oder nicht mehr so sehr im Fokus steht, wie können wir eigentlich dann die Erdgeschosszonen tatsächlich beleben und wie können wir auch Nutzungen unterbringen, sodass aus diesen Quartieren lebenswerte und belebte Quartiere werden. Hier nochmal ein Modell und man sieht auch, dass zu einer gewissen Urbanität natürlich auch eine gewisse Verdichtung dazu gehört. Nur in dichten Räumen passiert tatsächlich so etwas wie Stadt und Urbanität. Ein ganz ähnliches Bild zeigt das Quartier der Generationen in Schorndorf von Schürmann-Witry-Architekten. Auch hier haben wir wieder eine Fläche, Platzgestaltungen, multifunktionale Flächen im Erdgeschoss, aber auch die Verbindung von den Wohnnutzungen, die aktiv an dem Geschehen im Erdgeschoss teilnehmen sollen. Ein ganz besonderes Quartier beschäftigt sich mit dem Thema Gewerbegebiete der Zukunft. Das ist das produktive Stadtquartier in Winnenden. Es ist ein Quartier, wo ein Gewerbegebiet versucht, tatsächlich das Wohnen schon von Anfang an mit zu integrieren, weil wir glauben, dass auch die Gewerbegebiete in ihrer Monofunktionalität nicht wirklich interessant und lebenswert sind für die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und deswegen sind hier 30% Wohnen in den Obergeschossen angedacht. Die Lärmproblematik, auch da hat sich das Architekturbüro Gedanken darüber gemacht, wie über verschiedene Module und auch über intelligente Anordnung dieser Nutzungen das Thema Anlieferungslärm, aber auch Gewerbelärm in den Griff zu kriegen ist. Hier sieht man dasselbe Quartier, was dann von der Uni in Graz, von der Technischen Universität in Graz bespielt wurde, wo praktisch jede Studentengruppe hat sich dann ein Haus vorgenommen und hat das schon mal in ihrem Entwurf bebaut. Ziemlich spannend und gerade jetzt vor 2 Wochen entschieden worden ist die Neckarspinnerei in Wendlingen, weil da sieht man auch, worum geht es uns, dass wir eben auch Quartiere, die nicht nur unter Denkmalschutz stehen, sondern die auch vielleicht gar nicht so sehr besonders hübsch anzuschauen sind, nicht einfach abgerissen werden. Wir glauben, dass wir es uns nicht mehr leisten können, den Bestand nicht mehr zu würdigen aus Klimagründen, aus CO2-Gründen, weil in diesen Gebäuden sehr viel CO2 gebunden ist. Es geht also darum, wie kann man solche Quartiere neu denken, neu nutzen. Und das ist ein Beispiel von den Architekten Rustler-Schriever. Bisschen komplizierter Name. Auch die haben sich damit beschäftigt, dieses Quartier neu zu beleben. Und man sieht hier den Bestand hier oben und das ist alles neu dazugekommen. Es ist lärmtechnisch keine einfache Situation mit verschiedenen Lärmeinträgen hier über die ICE-Trasse, aber auch über die Schnellstraße
in unmittelbarer Umgebung. Und das Ziel ist eben, die vorhandene Struktur weiterzubauen, weiter zu stricken, zu durchmischen. Auch hier haben wir wieder ein Verhältnis etwa von 25% Wohnen und 75% Gewerbe. Der neue Stöckach ist ein Transformationsprojekt, das Sie vielleicht kennen. Links sehen Sie die Flächenabgrenzung mitten im Stuttgarter Osten. Rechts sehen Sie ein Schaubild, wo die Bestandsgebäude dann auch nochmal markiert sind. Das sind die Nummern. Also wir haben hier dieses Gebäude hier oben, das Gebäude 50, das Gebäude 10 und wir haben das Gebäude 30 und das Gebäude 20, was erhalten wird. Die anderen Baublöcke, wie sie dort heißen, werden weiterentwickelt. Hier sehen Sie mal diese Bestandsgebäude und bei dem rechten Gebäude können Sie sich vorstellen, würden viele vielleicht sagen, lohnt sich nicht, ist auch nicht besonders hübsch anzusehen. Dennoch wird dieses Gebäude erhalten bleiben und es wird ein Bildungs- und Sozialbaustein daraus entwickelt werden, auch wieder über ein wettbewerbliches Verfahren. Oder der linke Bau mit den ausgefachten Klinkerelementen ist ein 120 Meter langes Gebäude, was auch erhalten bleibt und mit neuen Nutzungen, zum Beispiel Manufakturen und Produktionen, dann entwickelt werden soll. Hier sieht man nochmal den städtebaulichen Entwurf, wie er dann am Ende werden wird. Wir haben bisher zwei Planungsteams dabei, ASP und LXSY-Architekten, ASP aus Stuttgart und LXSY aus Berlin und wir haben Sauerbruch-Hatten in dem oberen sogenannten Baublock E, die zusammen mit Rees und Sommer hier einen Entwurf gestartet haben. Hier sehen wir ASP mit LX, auch mit dem Gemeinschaftshaus, weil in diesem mittleren Gebäude sieht man hier dieses da, das wird das Quartiersmittelgebäude bleiben als Bestandsgebäude und soll auch weiterentwickelt werden. Das sieht man hier rechts im Vordergrund, belebt mit Gastronomie, aber auch mit Gemeinschaftsnutzungen. Das ist ein Eindruck von dem Sauerbruch-Hatten-Entwurf, der sehr interessant ist, weil er Gemeinschaftsnutzungen hier in diesen Zwischenräumen, was man normalerweise als Grenzwieche betrachtet, also die Grenzabstandsflächen, Feuerüberschlagflächen, die werden ausgenutzt und dort kommen Gemeinschaftsnutzungen für die Bewohner rein, die dann entsprechend belebt werden sollen. Besondere Auseinandersetzung wird hier vermutlich das Thema sein, wie kann man Materialien wiederverwenden, die identitätsstiftend sind auch für dieses Quartier. Zum Beispiel, wenn es sich um einen mineralischen Stahlbeton-Skelettbau handelt, dass man eben diese Klinkerfassaden eventuell wiederverwendet, dass man Mauerwerk wiederverwendet, aber auch Gitter und Ähnliches, was man wiederverwenden kann, soll dort wiederverwendet werden. Und das ist ein Beispiel aus Kopenhagen, wo man sieht, wie Klinker eben auch anders wiederverwendet werden kann, dass er nicht als einzelne Klinker gesäubert wird, sondern dass man tatsächlich eine ganze Fassade aus händelbaren, etwa 1,50 Meter großen Elementen dann auch als Fassadenverkleidung, wie in so einem Patchwork, dann nimmt und unserer Meinung nach ein gutes, aber auch für die Nachhaltigkeit wichtiges Beispiel. Und hier sehen Sie den ganzen Katalog, möchte ich gar nicht drauf eingehen, welche Materialien könnten vielleicht für eine Fassadengestaltung oder für einzelne Elemente wiederverwendet werden, sodass man diese Fassadstücke nachher auch wiedererkennen kann. Und das ist ein Beispiel aus Winterthur, das Büro kommt aus Basel, das ist das Baubüro in situ, die sich darauf spezialisiert haben, ausschließlich aus Materialien, die sie entweder geschenkt bekommen oder die sie unterwegs irgendwo finden, durch sogenannte Materialjäger, ein Gebäude bauen und das entsprechend auch planen mit diesen kostenlosen bzw. umsonst Materialien. Nun kommen wir zu den anderen Beispielen, die ich Ihnen ganz schnell so durchrattere, aber wichtig ist vielleicht, diese Aufstellung aus Brand 1 mit der Zahl der US-Haushalte, der Zahl der Bohrmaschinen, die darin enthalten sind, nämlich 80 Millionen und die Dauer, wie eine Bohrmaschine dann doch im Laufe ihres Lebens verwendet wird, nämlich genau 13 Minuten. Und das ist im Wenn man bedenkt, 80 Millionen Bohrmaschinen, jede läuft nur 13 Millionen, kann man sich überlegen, ob es schlau ist, das zu tun oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele, wo es um Teilen, um sozialen Zusammenhalt geht. Das ist ein Beispiel aus Barcelona, La Borda.
Es ist ein ziemlich interessantes Projekt, weil es eines der wenigen und auch eines der größten Holzprojekte ist in Barcelona. Die sind da noch nicht so weit unterwegs wie jetzt im Norden. Und dieses Gebäude ist entstanden aus einer nachbarschaftlichen Kooperative, das sich um einen Innenhof herum gruppiert und wo sehr viele flexible Wohnungen haben, aber auch sehr viele Gemeinschaftsflächen angeboten werden und wo man auch sieht, dass der Innenraum mitverwendet wird, die Laubenganger-Erschließung, das sind Erschließungsflächen, zu den Eingängen hin so gestaltet werden, dass sie nicht nur reine Minimalräume sind, sondern die so gestaltet werden, dass sie zur Kommunikation dienen und auch zum Aufenthalt dienen. Herr von Sado, Sie müssen mir sagen, wenn ich... Grünerbereich, gut. Ein anderes Beispiel ist San Remo aus München. Summa cum Femmer haben dieses Gebäude entwickelt. Da geht es sehr stark um das Thema natürlich auch Teilen, aber es geht auch sehr stark um das Thema Flächenreduzierung, weil alles, was wir nicht bauen, spart CO2 ein, spart natürlich auch Kosten ein. Es ist eine Wohngenossenschaft, die heißt Kooperative Großstadt, also eine sogenannte neue wilde Genossenschaft. Und sie hat sich auf dem Plan geschrieben, dass sie zum einen, das linke ist der Erdgeschossbereich, wo die Gemeinschaftsfunktionen, aber auch Coworking-Bereiche, Arbeitsbereiche, Betreuungseinrichtungen sind. Und auf der rechten Seite sieht man, dass sie eigentlich versucht haben, Erschließungsflächen zu minimieren, weil Erschließungsflächen sind teuer, lange Gänge, wo dann die Wohnungen dranhängen, sodass hier eigentlich ein recht komplexes, aber doch sehr schlaues System entstanden ist, dass sie hier aus dem Treppenhaus rauskommen. Sie haben hier ein sogenanntes Schaltzimmer, was als Küche ausgebildet ist. Und an dieser Küche hängen dann unterschiedliche Räume, die alle gleich groß sind. Jetzt bräuchte ich irgendetwas zu trinken. Und gleichzeitig ist an diese Küche auch dann ein Gemeinschaftsraum angeordnet, der aus verschiedenen Zimmern wiederum bespielt werden können. Das ist also eine Weiterentwicklung der sogenannten Clusterwohnung, die versucht eben die persönliche Fläche sehr stark zu reduzieren, nämlich von durchschnittlich 47,7 Quadratmeter heute auf eine Fläche von circa 35, zwischen 32 und 35 Quadratmeter persönliche Fläche. Dazu gehören dann auch Gemeinschaftseinrichtungen, die wie zum Beispiel Waschmaschinen und Bügelräume, die gemeinsam genutzt werden, auch zur Kommunikation dienen. Und wir haben jetzt hier das krasse Gegenbeispiel, wie man noch weniger Fläche verwenden kann. Old Oak Tree aus London, Co-Living für Berufseinsteiger. London ist ein teures Pflaster, sodass man gesagt hat, wir möchten den Berufseinsteigern, die hier anfangen in London, tatsächlich etwas bieten, was nicht sehr komfortabel ist. Weil Sie sehen hier oben, das ist die Wohnkabine mit circa 7,5 Quadratmeter, also wirklich minimalst. Sie haben ein eigenes kleines Mini-Bad und Sie haben eine Shared Kitchenette links zu sehen, die Sie dann mit einem Nachbar noch teilen. Diese minimale Fläche ist hier in diesem Gebäude, sind hier in diesem Gebäude untergebracht. Jetzt geht der Pointer nicht. Und Sie sehen, was Sie dafür bekommen unten, nämlich, dass Sie als Berufseinsteiger dann auch wieder Coworking-Bereiche mitbekommen, dass Sie zum Beispiel eine Bar mit dabei haben, Sie haben eine Lounge, Sie haben Gemeinschaftsküche, wo Sie zusammen kochen können und das alles eben mit einem Beispiel, wo Sie dann eben nur auf 7,5 Quadratmeter wohnen, aber trotzdem Anschluss und Gemeinschaft haben. Ein weiteres Beispiel, da geht es eher um Gewerbe, das ist das Fritz 23 aus Berlin. Sie dürfen sich nicht erschrecken, an der dunklen Fassade ist eine Holzfassade, die abgebrannt ist, sodass sie witterungsbeständiger ist, aus Fichtenholz. Das Interessante bei diesem Projekt ist, dass es ein reiner Gewerbebau ist, der sich um Nutzungsmischungen für kulturelles Gewerbe und Wohnen kümmert. Also das heißt, das sind lauter Gewerbeeinrichtungen von Gewerbetreibenden, die sich
zum Teil aus der Kreativwirtschaft, aber nicht abschließend, zusammengetan haben, dieses Gebäude gebaut haben, die Erdgeschosszone dann entweder als Projekthalle oder als Fahrradwerkstatt oder als Taschenwerkstatt, dass sie auch Coworking-Bereiche hier haben. Und dieser linke Punkt hier oben, das sind dann lauter kleine Mini-Apartments, die sie dann auch mit dazu buchen können, entweder auf Zeit oder auch für eine Dauer von mehreren Monaten. Hier ein paar Eindrücke. Hier sehen Sie wieder links oben dann dieser Bar- oder Kaffeebereich. Links unten sehen Sie mal ein Zimmer, das auch sehr knapp bemessen ist, aber doch auch eine schöne Lage hat, auch mit einer schönen Aussicht. Rechts sind Kulturveranstaltungen und hier nochmal die Fassade aus der Nähe, wo sie dann nicht mehr ganz so heftig wirkt. Ein besonderer Punkt ist für uns auch, dass wir die Erdgeschosszonen tatsächlich auch unter die Lupe nehmen. Was passiert in diesen Erdgeschosszonen? Normalerweise werden immer nur Handel und Dienstleistungen darin gesehen. Wir sind der Meinung, wir müssen aufpassen, dass es eben keine Monofunktion gibt, sondern dass wir tatsächlich versuchen, auch hier interessante Mischungen zu finden, die vielleicht auch preislich unterschiedlich behandelt werden von der Miete her. Weil nur so bekommt man vermutlich auch eine gute Durchmischung, wo Startups, die sich vielleicht eine 25 Euro Miete nicht leisten können, die vielleicht bei 10 Euro liegen, die aber unheimlich viel Leben dann reinbringen in solche Gewerbegebiete oder auch in urbane Gebiete, dass die eben sich es auch leisten können, dort tatsächlich zu sein. Hier ist ein Beispiel Bräuninger Hub aus Stuttgart. Kennen Sie vielleicht auch ein Wettbewerbsverfahren, wo das Parkhaus, was heute noch da steht, abgerissen wird, ein neues Parkhaus gebaut wird, aber nicht nur ein Parkhaus, sondern eben auch noch im Erdgeschoss eine Mobilitätsstation mit einem Fahrradladen, Fahrradwerkstatt, unterschiedliche Mobilitätsarten, die Sie dort ausleihen können, aber auch eine Bespielung sowohl auf den Dächern, wie man links sieht, oder eben insgesamt das Erdgeschoss tatsächlich auch für den Fußgänger oder für den Radfahrer dann interessant wird. Die Erdgeschosszonen können auch für die urbane Produktion verwendet werden. Manufakturen, hier ein Beispiel aus Hamburg, die gleichzeitig ein Café mit untergebracht haben, die Fahrräder zusammenschrauben, Fahrräder reparieren und aber auch Fahrräder verleihen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man eben dieses Kümmern, also wer ist der Kümmerer dann letztendlich, kann man Menschen, die schon da sind, nicht mit aufwendigen Mobilitätskonzepten dann belegen, sondern kann man sie auch einfach nutzen. Oder eben den Food-Bereich, hier ein Beispiel aus einer umgebauten Markthalle in Lissabon. Und rechts tatsächlich eine kleine Markthalle in Fellbach, die ganz gut funktioniert und allerlei interessante Essensmöglichkeiten anbieten, auch als Mittagstisch, man kann dann auch essen. Und es gibt Kooperationen mit den Landwirten, die in der Nähe produzieren. Oder eben das Thema neue Arbeitswelten, die uns auf jeden Fall durch Corona bewusster geworden sind. Wie sehen diese aus? Bleiben die auf Dauer? Wie können sie betrieben werden? Sind sie kombiniert mit Dienstleistungen oder sind sie kombiniert mit Handelsflächen oder auch mit Gastronomieflächen? Ein weiteres Beispiel aus Zürich, da geht es um den produktiven Sockel, zweigeschossig, dass man eben diese Sockelzonen tatsächlich auch so nutzt, wie man sie brauchen kann, oben drüber wohnen, aber unten drunter eben einfach großzügige Flächen, die auch tatsächlich bespielt werden können, weil wir glauben, dass nur die Mischung tatsächlich funktioniert. Und zum Schluss noch ein Beispiel, was der Herr Kerner auch schon gezeigt hat, die Kalkbreite ist schon ein bisschen älter geworden, 2014 fertiggestellt. Das ist ein genossenschaftliches Projekt, aber es ist für uns eigentlich immer noch ein sehr schönes Beispiel, wo man zeigt, wie kann man im urbanen Raum auch tatsächlich belebte Gebäude herstellen. Hier links oben sehen Sie, was eigentlich der Hintergrund war. Ah, da ist er. Es war eigentlich eine Brachfläche, es war eine Straßenbahn eine Aufstellfläche für die Straßenbahn, bevor sie dann ins Depot gehen. Das Depot sieht man hier hinten. Und wie gesagt, dieser Bereich war komplett eigentlich eine
sehr öde Verkehrsfläche für Straßenbahnen, ringsherum Straßen, die viel Verkehr gebracht haben. Und die Idee war da, dass man eben die gesamte Fläche hier überdeckelt, überbaut. Die Straßenbahnen werden hier immer noch aufgestellt, die rumpeln da tatsächlich nachts rein. Und einen neuen Rand baut hier im Erdgeschoss, zweigeschossige Gewerbeflächen, wo Handel und Dienstleistungen drin sind, vor allem Gastronomie natürlich auch, und dadurch die angrenzenden Straßen beleben. Und der Kunstgriff war nun, dass über diesen Eingang, der wie so eine Art Torsituation ist, über diese Treppe auf eine zweite Ebene geführt wurde. Und diese zweite Ebene ist dann eigentlich die Wohnebene, wo dann die Bewohner wohnen und wo aber auch im Erdgeschoss wiederum Flächen bereitgestellt werden für zum Beispiel Kurse, Seminare für die Bewohner, also Gemeinschaftsflächen, die dort mit angeboten werden. Und rechts unten sieht man noch, was auch insgesamt gedacht wurde mit so einer Art Rue Intérieure, also einer inneren Straße bei diesem Gewerbebau, der sich komplett durch den gesamten Bereich, auch hier ist ein Hotel untergebracht, dann auf die Außenfläche wiederum zieht, die als interaktive Fläche mit Treppen für die Gemeinschaft, aber auch mit Kino und Ähnlichem dann belegt werden. Hier mal ein Inneneindruck, auch ein Beispiel, dass man bei Flächen, also wenn sie gestaltet werden sollen, nicht immer auf Verkleidungen oder sonstiges achten kann, sondern dass man einfach die Materialien roh lässt und dafür aber Wert legt auf wertige Materialien, wie zum Beispiel dann die Türen, die hier in Holz ausgeführt sind, nur an bestimmten Punkten. Das gibt dann insgesamt doch einen anderen Eindruck, als wenn alles weiß verkleidet ist. Und hier sieht man auch, das ist der Eingangsbereich von der Wohnanlage für alle Bewohner. Das heißt, hier sind die Briefkästen. Das ist eine kleine Bücherei, wo jeder seine gelesenen Bücher reinstellen kann. Und das ist wie im Prinzip so eine Art Hotellobby, wo man sagen muss, ganz schön viel Luxus, obwohl eigentlich die Wohnungen nicht teuer sind. Und zu guter Letzt die Situation mit dem Eingang auf die obere Etage hier, die öffentlich ist. Also da kann man auch als Nichtbewohner einfach hochgehen. Oben gibt es auch nochmal ein Café und wie gesagt den Hoteleingang. Und im unteren Bereich sieht man, was man erreicht hat, indem man eben diese zweigeschossigen Gastronomiebereiche dann auch tatsächlich ausgebildet hat, um den Straßenraum an der Stelle zu beleben. Das war es von meiner Seite und ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen gegeben und ein paar interessante Projekte gezeigt. Lieber Künklin, vielen Dank. Man hat so irgendwie das Gefühl, Sie haben richtig einen tollen Job. Die ja. Schönsten, die wildesten Projekte werden Ihnen vorgestellt und Sie können auch dazu beitragen, dass sie noch wilder und noch schöner werden oder überhaupt auf die Erde kommen und nicht nur in der Luft bleiben als Ideen. Tolle Sache. Ich bin ja mal gespannt, was davon diesem Füllhorn dann vielleicht auch nach Leonberg rüberschwappt. Aber jetzt bitte gerne, wenn Sie dazu Nachfragen haben. Bitte schön. Warten Sie kurz, das Mikro kommt. Ja, Sie hatten bei dem Projekt in Wendlingen, war das glaube ich, von einer CO2-Gebäudebindung gesprochen. Welche Grenzen ziehen Sie da bei welcher Art von Gebäude hinsichtlich Alter, Baustruktur bei diesem Punkt CO2-Bindung, wo Sie gesagt haben, das wird nicht abgerissen? Wir ziehen da gar keine Grenze. Also für uns sind nicht nur diese unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, alte Fabrikareale interessant, sondern uns interessiert tatsächlich auch die neueren Gebäude, wie zum Beispiel beim Stöckach, die aus den 80er Jahren sind oder aus den 60er Jahren. Und uns kommt es darauf an, dass jeglicher Gebäudebestand eigentlich in der Lage ist, mit guten Konzepten wiederverwendet zu werden. Vielleicht muss man das dann bis auf den Kern zurückbauen, auf das Skelett zurückbauen, aber es gibt viele gute Beispiele, wo man eben auch aus den 70er Jahren Gebäude sehr gut wiederverwenden kann, wieder auch revitalisieren kann und da ziehen wir überhaupt keine Grenze. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage oder Anmerkung? Vielleicht haben Sie einen Kommentar.
Der Herr Neumann hier vorne, bitte. Also, wenn wir Stadt für morgen bauen wollen, irgendwie, dann ist im Bereich Gewerbe und Handel sind eigentlich immer zwei Themen wichtig irgendwie. Und da wäre für mich die Frage an Sie, Thema New Work oder Sie haben Beispiele genannt, Winnenden und so, wie man Arbeiten und Wohnen zusammenbringt. Die Frage, wohnen wir zukünftig, wo wir arbeiten oder arbeiten wir, wo wir wohnen oder arbeiten wir dazwischen? Das ist so die erste Frage, weil einige Unternehmer eben sagen, okay, vielleicht kommt gar niemand mehr in meinen Betrieb. Das ist die erste Frage. Also welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Und die zweite, super schöne Beispiele, fand ich klasse. Ich habe nur kein einziges Auto gesehen. Ist in der Zukunft kein Auto mehr da oder parken die alle irgendwo im Weltall? Oder können Sie was zum Stellplatzschlüssel von den Standorten sagen? Also die Frage, wie gehen Sie bei der Stadt für morgen eigentlich mit den Stellplätzen um? Dankeschön. Ja, also zum ersten Thema ist nicht ganz trivial und auch nicht ganz einfach zu beantworten. Deswegen nähern wir uns jetzt, glaube ich, von zwei Seiten. Das eine ist Winnenden, wo im Prinzip ein reinrassiges Gewerbegebiet ursprünglich geplant war, sind wir mit 30% Wohnen dabei, das eben auch kooperativ dann gemeinsam mit den Architekten und den jeweiligen Projektträgern entwickelt werden soll. Ziel ist es tatsächlich, dort ein ganz anderes Mischungsverhältnis reinzubringen in diese Gewerbegebiete, weil wir haben auch festgestellt, dass es inzwischen gar nicht so sehr für die Firmen wichtig ist, wie schnell ich da hinkomme, sondern das größere Problem tatsächlich für viele Firmen ist, wie bekomme ich einen Mitarbeiter überhaupt, den ich irgendwie mit etwas locken kann. Und Geld ist das eine, das ist aber nicht alles. Das andere hier in der Region ist tatsächlich, dass die meisten Mitarbeiter, die jung und frisch herziehen, keine Verbindungen haben, auf dem Wohnungsmarkt so gut wie keine Wohnungen finden. Und deswegen ist die spannende Frage, warum soll in einem Gewerbegebäude nicht auch zum Beispiel Betriebswohnungen mit angesiedelt werden. Das hat eigentlich viele Vorteile. Das eine ist, dass da schon mal in den Abendstunden jemand da ist, also man keinen Wachdienst vermutlich beauftragen muss und gleichzeitig dann auch andere Nutzungen sich ansiedeln, weil wenn ich dort wohne, dann will ich vielleicht auch einkaufen. Das wollen aber auch die Arbeitnehmer vielleicht, die jetzt woanders wohnen, in den Mittagspausen auch. Ich möchte vielleicht eine Gastronomie haben, die dort untergebracht ist. Das heißt, das ganze Spektrum, was man normalerweise sagt, das gibt es ja eigentlich nur so in Berlin oder in den Großstädten, könnte man, wenn man es wirklich gut mischt, tatsächlich auch in Gewerbegebieten von vornherein mitdenken. Und das wäre, glaube ich, das Ziel, was wir versuchen, mit diesen Projekten wie Winnenden hinzubekommen. Das andere Thema, Stellplatzschlüssel, ist tatsächlich etwas, wo wir... Diese Bilder sind natürlich so, dass sie meistens autoarme Quartiere sind. Also das heißt, es wird ganz bewusst versucht, in diesen Quartieren den Fahrzeugverkehr rauszuhalten, jetzt, ich sag mal, bis auf Anlieferungen oder soziale Dienste oder Ähnliches, die reinfahren müssen. Ansonsten haben wir Stellplatzschlüssel zwischen 0,5 und etwa 0,8, 9, die wir haben. Wir haben ein Phänomen, das ist bei den städtebaulichen Entwürfen, hat sich das herauskristallisiert, dass wir oftmals keine Tiefgaragen haben, weil Tiefgaragen tatsächlich in zweifacher Hinsicht ein großes Problem bergen. Sie sind einmal gebaut und können nicht umgenutzt werden. Sie sind sehr teuer und verbrauchen sehr viel CO2 in ihrer Produktion, weil sie meistens direkt nur aus Stahlbeton konstruiert werden können. Und diese Tiefgaragen, wenn sie denn irgendwann mal, wir wissen es nicht, ob es eine Mobilitätswende gibt, aber wenn sie dann da ist und wir vielleicht aus irgendwelchen Gründen mit etwas anderem als einem privaten PKW uns bewegen, dann sind sie gebaut und können leider auch schlecht umgenutzt werden. Die Frage ist dann, die Frage haben viele von den Architekturbüros so beantwortet, dass sie gesagt haben, wir stellen eine
Parkierungsgarage irgendwo an den Rand des Gebietes, um dort eben dann auch tatsächlich in einer Hochgarage, die meistens auch besser angenommen wird, weil sie dann belichtet und belüftet ist, aber die einen großen Vorteil hat, man kann sie zurückbauen. Man kann die Fläche tatsächlich auch, wenn man sie nicht mehr braucht, zurückbauen. Es gibt auch sogar Überlegungen zu Mischnutzungen, wo gewerbliche Einrichtungen in den Erdgeschossen oder in den Obergeschossen untergebracht sind und wo das Parken dann eben noch höher angesiedelt ist. Das sind im Prinzip die Konzepte, worauf Sie anspielten. Die ungewisse Zukunft. Wie plant man die ungewisse Zukunft? Eine letzte Frage war noch hier hinten, bitteschön. Wir sind, was Stuttgart 21 betrifft, um einige Erfahrungen reicher. Und ich frage mich, wir haben noch 48 Monate nur für die IBA 27. Haben Sie 7 Meilenstiefel dabei? Denn was Sie hier uns vorgestellt haben, ist hochinteressant und begeistert mich. Und für das Rosensteinviertel wäre das wunderbar. Aber Ihr Zeitplan. Und heute kommt in der Stuttgarter Zeitung ein großer Artikel, dass sich nun grundsätzliche Fragen erheben für die Erschließung dieses Gleisdreiecks, das ja noch da ist. Da ist ja noch nichts geschehen. Und wir sind nun gespannt, wie das weitergeht. Denn Leonberg wäre gerne dabei. Aber wir müssen wissen, wie konkret das für uns sein könnte. Bei dieser Aufzählung, die Sie gebracht haben, kommt Leonberg ja nicht vor. Aber wir würden uns, also ich persönlich wäre begeistert, wenn sich die Stadt Leonberg daran beteiligen könnte, gerade mit dem Postareal. Dankeschön. Aber 48 Monate, das klappt nicht. Also ich würde schon sagen, dass man das Postareal in Leonberg in 48 Monaten entwickeln könnte. Das ist jetzt nicht. Stuttgart 21 ist kein IBA-Projekt. Also das Rosensteinviertel ist kein IBA-Projekt, muss man dazu sagen. Es war von vornherein klar, dass der Fahrplan sich nicht halten wird und deswegen hat die Stadt Stuttgart das Rosensteinviertel gar nicht erst als IBA-Projekt eingereicht. Wenn sie 2026 erst beginnen können, frühestens mit dem Entwickeln, dann kommt es natürlich zu spät. Eine andere Sache ist aber, dass wir diese IBA ja nicht, so wie ich am Anfang sagte, jetzt als eine Bauausstellung, wie sie damals gedacht war, nämlich um jetzt nur einen Stil auch des internationalen Bauens zu demonstrieren, sondern es ist ganz bewusst eine regionale IBA ausgerufen worden, weil wir hier in einer polyzentrischen Stadtregion leben und arbeiten, die sehr eng miteinander verwoben ist, die aber viele Probleme auch hat, was Verkehr angeht zum Beispiel. Und deswegen hat man gesagt, man möchte bis 2027 natürlich möglichst viel Gebautes zeigen. Es war aber völlig klar, dass bei der Größe dieser Projekte, die dann eingereicht wurden, man sicherlich in einigen Bauabschnitten denken muss. Also das heißt, da werden erste Bauabschnitte fertiggestellt sein und aber nicht das gesamte Quartier, das gesamte Projekt. Aber wir glauben ja auch, dass es besser ist, wenn man Dinge im Prozess weiterarbeitet und weiterentwickelt, als wenn man jetzt sagt, ich mache hier so ein Showroom und dann stelle ich ein paar Gebäude aus, die besonders toll oder innovativ sind und dann verlasse ich das Schiff aber auch schon wieder. Uns ist es eigentlich wichtig, dass wir einen kontinuierlichen Prozess des Umdenkens auch in Gang setzen und da haben wir unsere Ziele ganz klar genannt. Das ist natürlich die klimaneutrales Bauen, das ist die CO2-Reduzierung. Dazu gehört auch, dass wir verkehrsarme Quartiere brauchen und das ist eigentlich der Fahrplan, den wir haben. Soweit wollen wir das mal zum Thema IBA stehen lassen und Herr Künkele steht Ihnen auch noch bis heute Abend zum persönlichen Gespräch zur Verfügung. Es ist auch die Firma Strabag und Züblin hier vertreten, die das Postareal planen. Also ich glaube, da lässt sich noch mehr erfahren.
Auch wenn das jetzt noch nicht die Reife hat, dass man das eben jetzt auf der Bühne vorstellen kann. Das ist natürlich schade, das wäre es gewesen, aber das, so weit sind wir eben noch nicht ganz. Herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, nachdem wir jetzt sozusagen den ganz großen Überblick hatten über ganz viele Projekte, werden wir uns jetzt mal in den Mikrokosmos eines Projektes insbesondere hinein versenken und in die Frage, wie man diese großen Mischungswünsche, die hier bestehen und auch offensichtlich die Konzepte sind, gegen die monolithischen Strukturen der Vergangenheit eben durch Integration und Mischung und vielfältige Belebung, die eben am Wochenende und nach Geschäftsschluss immer noch Leben in solchen Immobilien ermöglicht oder verursacht. Und das vor dem Hintergrund, dass wir ja tatsächlich und auch nicht erst seit letzter Woche über das Leo Center und die Zukunft nachdenken, über den Neuköllner Platz und was denn da passieren könnte, passieren müsste, wenn dort in dieser Innenstadtlage mehr Leben, mehr Attraktivität, mehr Qualität entstehen soll. Und da ist uns eben das Projekt der Sedelhöfe in Ulm über die Wege gelaufen. Und damit darf ich Ihnen Frau Sonja Gallo vorstellen, Architektin aus Köln in dem Büro Kaspar, die sich mit dem Umbau Einzelhandel im Wandel, Retail in Transition, beschäftigen seit Jahren mit vielen interessanten Projekten. Und sie hat Erfahrung in Delft, Rotterdam, London, arbeitet seit 13 Jahren dort als Mitglied der Geschäftsführung am Standort Köln mit dem Bereich inhaltliche Projektstrategie und ist für alle gestalterischen, konzeptionellen und inhaltlichen Fragen dort verantwortlich. Und wir sind sehr froh, dass wir von Ihnen heute einmal zu hören kriegen, wie die Rezeptur Ihres Teams ist und was Leonberg vielleicht davon lernen kann. Herzlich willkommen, Sonja Gallo. Ja, super. Ich guck mal, ob es läuft. Ja, es läuft. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich hatte schon einen tollen Morgen mit dem Fahrrad durch Leonberg, durch Eltingen und habe gesehen und gemerkt, dass Sie sehr ähnliche Themen beschäftigen, wie viele deutsche Städte das mittlerweile tun. Ich möchte Ihnen zuerst einen Einblick in unser Büro geben, damit Sie sehen, womit wir uns beschäftigen. Das ist unser Hauptsitz in Köln, ein Gebäude, was wir für die Art Invest gebaut haben und jetzt mit unserem Büro auf einer Etage beherbergen. Das ist unser Eingang und hier haben Sie einen Blick in unser Büro. Sie sehen, wie wir arbeiten hier, unsere Akquiseabteilung. Es gibt einen wunderschönen Innenhof, den wir als Büro bespielen dürfen, wo wir unsere Mittagspausen gerne verbringen, also ein Ort für die Nutzer des ganzen Hauses. Wir haben einen weiteren Standort in Hamburg mit ca. 20 Mitarbeitenden und ein Kaspar Lab, das ist in Meerbusch bei Kaspar Schmitz-Morkhammer zu Hause, eine umgebaute Scheune, in die wir uns immer wieder zurückziehen, um fokussiert Themen zu bearbeiten und Workshops mit unserem Bauherrn abzuhalten. Das sind wir, das ist unsere gesamte Mannschaft. Wir sind ca. 135 Personen, mit denen wir architektonische und innenarchitektonische Projekte bearbeiten. Hier eine kleine Auswahl. Sie sehen oben zwei Revitalisierungen, einmal den Michaelsberg, die Abtei Michaelsberg in Siegburg, die wir fürs Erzbistum umgebaut, saniert haben und zu einem Tagungszentrum und Hotel gemacht haben und mit einem Neubau erweitert haben. Rechts oben das ehemalige US-Generalkonsulat in Düsseldorf, was wir nach strengsten Denkmalschutzauflagen saniert und zu einem modernen Bürogebäude gemacht haben. Wir beschäftigen uns sehr mit dem Thema Arbeiten, New Work, rechts unten der Heinrich Campus, den wir im vergangenen Jahr fertiggestellt haben,
mit einer neuen Arbeitswelt, die wir dort geschaffen haben. Und wir beschäftigen uns aktuell mit großen Quartiersentwicklungen. Links die Deiker Höfe, das ist im Düsseldorfer Norden ein Quartier, was auf dem Gelände der ehemaligen Fashionhäuser, also ganz monolithische Gebäude aus den 70er Jahren, die ihre Zeiten hinter sich hatten, entsteht ein durchgrüntes, gemischt genutztes Quartier. Und rechts unten Max Frei, ein neues Stadtquartier, was auf dem Gelände einer ehemaligen Justizvollzugsanstalt gerade realisiert wird. Dann ganz rechts oben noch mal ein ganz anderes Beispiel, also auch ganz klein maßstäblich, die BVB-Fanwelt, das ist der Fanshop und Ausstellungsfläche des BVBs nahe des Stadions in Düsseldorf. Retail in Transition, ich habe das Buch mitgebracht, Sie können da gerne auch später mal durchblättern. Das ist eine Studie, die wir 2019 veröffentlicht haben. Da geht es um den Umbruch unserer Verkaufswelten. Sie fragen sich sicherlich, warum schreibt ein Architekturbüro ein Buch über Retail? Dafür nehme ich Sie mit in die Kölner Innenstadt. Das sind historische Bilder hier von der Hohe Straße, einer der meist frequentierten Einkaufsstraßen in Köln, links ein Bild von 1895, rechts von 1960. Und Sie sehen einen ganz lebendigen Straßenraum. In den Häusern fand noch Arbeiten, Handel und Wohnen in einem Haus statt. Sie sehen die Pferdekutschen, Sie sehen flanierende Menschen. Es war ein Ort des Treffens und des sozialen Zusammenkommens. Und heute sieht die Stadt oder die Straße so aus. Die Hohe Straße ist eine reine Shoppingmeile mit dem einzigen Ziel, einzukaufen. Es sind gerade in der Weihnachtszeit sind hier Massen von Menschen unterwegs. Die Stadt Köln muss Pfeiler aufhängen, damit die Fluchtwege in die Seitengassen, Straßen überhaupt gefunden werden. Und da haben wir uns gefragt, ist das richtig? Ist das die Stadt, in der wir leben möchten? Und ist der Umbruch der Verkaufswelten nicht auch eine Chance für unsere Innenstädte? Denn wenn ich sonntags auf dieser Straße laufe, sieht das genau so aus. Wenn die Geschäfte geschlossen sind, ist der Raum tot. Und das liegt vor allem daran, dass wir keine Durchmischung der Nutzungen haben. Wir haben uns mit der Geschichte der Stadt beschäftigt, also hier ein Plan von 1748 von Rom. Und da sieht man ganz schön, welche vielfältiger öffentlicher Raum Rom zur Verfügung steht. Also wir haben die Plätze, die Straßen, die Gassen, die Arkaden, die Kathedralen, also viel mehr Raum für die Öffentlichkeit. Wir haben uns mit der Geschichte der Städte beschäftigt. Wie hat sich der Städtebau entwickelt? In der vorindustriellen Zeit sind die Stadtzentren entstanden. Wohnen, Arbeiten und Handel fand noch in ein und demselben Haus statt. Dann die moderne Stadt, das Zeitalter des Automobils, wo es zu funktionalen Trennungen kam. Und dann in den 70er bis 90er Jahren die Wiederentdeckung des Maßstab Menschs durch die Einführung von Fußgängerzonen, autofreien Stadtzentren und heute die Rückkehr ins Stadtzentrum als sozialer Treffpunkt. Denn viele sprechen vom Sterben unserer Innenstädte, aber es sterben nicht unsere Innenstädte, sondern es stirbt ein Geschäftsmodell, das die europäische Stadt untergraben hat. Warum steht der Handel im Umbruch? Das ist einmal die Digitalisierung, also der Online-Handel, der einen großen Anteil einnimmt. Es sind die starren Geschäftsmodelle. Der Handel hat es nicht geschafft, vom Bedarfseinkauf sich hin zu einem Erlebniseinkauf zu entwickeln. Die monotonen Einkaufsstraßen, also keine Durchmischung und der Lockdown, der das Ganze nochmal verstärkt hat. Ich möchte einige Fakten mit Ihnen teilen, die wir recherchiert haben, als wir die Studie erstellt haben. 2020 war der Anteil des Handels, lief 18,4% bereits online. Die Modeindustrie, da liegt es bereits bei 30% mit einer Prognose 2026 mit 50%. Dieser wachsende E-Commerce führt zu einem unglaublichen Paketaufkommen. 2026 werden es 262 Milliarden Pakete sein. Und das
muss uns natürlich zu denken geben. Es führt zu mehr Verkehr in der Stadt, zu Luftverschmutzung. Daher die tollen Konzepte, die Sie eben gezeigt haben, sind ganz wichtig. Der letzte Fakt, den ich teilen möchte, in Deutschland gibt es 57 Millionen Online-Shopper und 94% dieser Online-Shopper kaufen mittlerweile bei Amazon. Um das in Vergleich zu setzen, das sind so ungefähr so viele Personen, wie 2021 an der Bundestagswahl teilgenommen haben. Also da sieht man, wie viel Macht Amazon oder der Online-Handel mittlerweile hat. Wenn wir uns mit dem öffentlichen Raum beschäftigen, mit der Attraktivität des öffentlichen Raums, dann beschäftigen wir uns mit allem, was auf Augenhöhe ist. Also den Plätzen, den Bürgersteigen und den Sockelgeschossen der Gebäude. Hier habe ich zwei Extrembeispiele. Einmal links ein Beispiel aus den Niederlanden. Wir sehen, wie das gar nicht gut funktioniert, dass sich das Gebäude gar nicht nach außen hin öffnet. Und rechts ein Beispiel, was sehr schön funktioniert, wenn die Erdgeschosszonen sich öffnen und leben und Atmosphäre draußen stattfinden kann. Der Handel war schon immer ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Innenstädte. Und das wird auch so bleiben, da sind wir fest von überzeugt. Aber der Handel wird sich wandeln müssen. Er wird weg müssen vom Massenkonsum hin zu einem Erlebniseinkauf. Und wir haben uns verschiedene Konzepte angesehen, haben geguckt, was gibt es denn eigentlich schon für gute Ideen der Händler. Hier ein sehr schönes Beispiel aus London, das Selfridges Fragrance Lab, ein Ort, wo der Händler den Kunden mit einem ganz konkreten Erlebnis und mit einer Atmosphäre abholt, die er online nicht vermitteln kann. Und da haben wir ganz viele schöne Beispiele gefunden. Hier in Australien, in Sydney, ein Optiker, Dresden Vision, der sein Geschäft zu einem Ort der Co-Produktion gemacht hat. Ich kann in dem Geschäft die Farbe meiner Brille auswählen. Ich kann über den 3D-Drucker die Form der Brille mitbestimmen, die passenden Gläser aussuchen. Und am Ende des Tages gehe ich mit einer eigens für mich angefertigten Brille nach meinem Shopping-Erlebnis nach Hause. Wir haben es eben schon angesprochen, die Pop-Up-Stores, die tragen, können zur Lebendigkeit der Städte und zur Attraktivität der Stadtzentren beitragen. Die Gastronomie ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Bestandteil, denn wir haben oft in den deutschen Innenstädten ein ganz schlechtes gastronomisches Angebot. Aber wenn ich einkaufe, möchte ich mich auch mal zurückziehen können, um was zu essen. Ich muss verschiedene Geschwindigkeiten in der Stadt leben können. Hier ein sehr schönes Beispiel aus Mailand, Italy. Das ist ein Ort, wo ich einkaufen und essen gut verbinden kann. Ganz wichtig auch für unsere Innenstädte ist die Durchmischung und da gehört auch der Baustein Wohnen dazu. Herr Kunkele, Sie haben ganz tolle Konzepte schon gezeigt. Hier in Köln zum Beispiel im Umkreis von 800 Meter vom Dom wohnen 100.000 Menschen. Also wir müssen gucken, wie wir das Wohnen in der Stadt ermöglichen, eben durch neue Wohnkonzepte. Auch die Produktion und das Arbeiten kann wieder zurück in die Innenstädte. Hier ein schönes Beispiel mit dem Makerspace in Rotterdam. Und auch die Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion kann zurück in unsere Innenstädte. Hier in Tokio ein Beispiel mit vertikaler Landwirtschaft und Urban Gardening auf den Dächern. Die Zugänglichkeit ist natürlich unglaublich wichtig, also mit dem Auto in die Innenstadt. Das ist die Vergangenheit, hoffentlich. Wir müssen gucken, dass wir neben guten Radverkehrsverbindungen, Car- und Bike-Sharing-Angeboten auch den öffentlichen Personennahverkehr verbessern. Hier ein tolles Beispiel aus San Francisco, wo die Busverbindungen mit den Fernverkehrszügen zusammenkommen und auf dem Dach dieses Hubs sogar ein Park entsteht als Erholungsfläche für die BürgerInnen. Unser Resümee, der Umbruch, die Rekonfiguration und der Umbau unserer Stadtzentren hat längst begonnen. Wir sehen den Handel auf jeden Fall als Symbiose zwischen online und stationär. Hier sehen Sie ein schönes Beispiel von VanMoof. VanMoof ist ein Fahrradgeschäft, was eine sehr starke Online-Präsenz hat. Aber VanMoof kann nicht auf sein stationäres
stationären Laden verzichten, denn das ist der Ort, wo Van Moof seine Marke präsentiert und den Kunden über ein konkretes Erlebnis abholen kann. Wir müssen die Bedürfnisse und Sehnsüchte der BürgerInnen in den Mittelpunkt rücken und die Städte für die Zukunft neu kodieren. Und unser Leitgedanke, auch der Leitgedanke unseres Büros, Maßstab Mensch, sehen wir als zentralen Leitgedanken für unsere Stadtentwicklung, denn der Mensch ist derjenige, der uns die Stadt benutzt und für den wir die Stadt planen sollten. Der Umbruch der Verkaufswelten, das ist für uns auch eine große Chance. Wir müssen diese Chance verstehen, wir müssen sie erleben und wir müssen sie vor allem mitgestalten. Ich möchte Ihnen ein paar Visionen für die deutschen Städte mitgeben. Hier einmal ein Luftbild von Köln. Köln besteht, so wie viele andere deutsche Innenstädte, aus einer endlichen Anzahl von Gebäudetypologien. Es gibt die monofunktionalen Kaufhäuser, die Blöcke, die monofunktionalen Gebäude, die wir öffnen können, die wir für die Öffentlichkeit zugänglich machen können und unterschiedliche Nutzungen einbringen können. Es gibt unfassbar viele Parkplätze auf Dächern in Köln, Flächen, die wir begrünen können, die wir für die BürgerInnen zugänglich machen können. Es gibt die kommerziell genutzten Erdgeschosszone, die wir öffnen können zum öffentlichen Raum hin. Es gibt Baulücken, die wir schließen können. Und es gibt Plätze und Innenhöfe, die wir aktivieren können. Also alles Maßnahmen, um unsere Stadtzentren lebendiger zu machen. Hier noch ein Blick auf die zweite große Einkaufsstraße in Köln, die Schildergasse. Auch hier eine ganz monofunktionale Straße ohne Atmosphäre im öffentlichen Raum. Und wir haben uns gefragt, wie können wir eigentlich anders mit diesem Raum umgehen? Und das ist jetzt wirklich als Cartoon zu sehen, als Ideensammlung. Wie wäre es denn, wenn wir die Nutzungen vertikalisieren, wenn wir wohnen und arbeiten in der Straße mit dem Handel vereinen, wenn wir Atmosphäre und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum für alle Generationen schaffen. Hier ein Blick nach Düsseldorf. Der Gustav-Gründgen-Platz ist ein ganz zentraler Platz in Düsseldorf. Ein wunderschönes Ensemble aus dem berühmten Dreischeibenhaus, dem Theater und mit dem neuen Kühlbogen 2. Doch der Neubau hat leider eine Rückseite zu dem Platz ausgebildet mit einer Anlieferungszone und dadurch ist der Platz zu einem toten Platz geworden. Und das können wir uns heutzutage nicht mehr leisten. Wie wäre es denn, wenn wir das Gebäude öffnen, wenn wir Gastronomie ansiedeln, wenn wir den Platz beleben? Hier ein weiteres Beispiel aus Düsseldorf. Sie kennen sicherlich alle die Kühe, einer der wichtigsten Einkaufsmeilen in Düsseldorf. Eigentlich eine wunderschöne Straße, 80 Meter breit mit dem Kühlgraben, mit zwei wunderschönen Baumreihen und rechts und links sehen wir nur Parken. Was ist, wenn wir den Raum, die Autos mal wegdenken, wenn wir Gastronomie im Außenraum ansiedeln, wenn wir das Wasser erlebbar machen und den Stadtraum aktivieren. Und ein letztes Beispiel nehme ich Sie mit nach Berlin, der Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist so groß, dass er so gar keinen menschlichen Maßstab hat. Wir haben uns überlegt, wie kann man mit so einem städtischen Raum umgehen und ihn für die Menschen attraktiver machen. Wie wäre es, wenn wir den Platz zonieren, unterschiedliche Aktionen auf dem Platz anbieten, Gastronomie mit ansiedeln, unterschiedliche Ebenen einbringen und vor allem die Häuser am Platz, dass die sich öffnen zum öffentlichen Raum hin. Und zum Schluss noch ein Projektbeispiel, was ich Ihnen zeigen möchte. Ein Projekt, was wir im vergangenen Jahr fertiggestellt haben, ein neues Stadtquartier für die Stadt Ulm. Sie sehen hier einmal dunkel hinterlegt den Umriss. Zuerst war dort ein Einkaufszentrum geplant, eine Shopping Mall mit dem Ein- und dem Ausgang an einem und demselben Ort. Und zum Glück besann sich die Stadt und erkannte diesen besonderen Ort zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt, der Fußgängerzone und dem Ulmer Münster und entschied sich für ein offenes Stadtquartier. Und so war es unsere Aufgabe, ein gemischt genutztes, heterogenes, buntes, neues Viertel für Ulm zu schaffen.
was vor allem die Lücke zwischen dem Hauptbahnhof und der Fußgängerzone schließt. Wir haben einen zentralen Platz geschaffen, den Albert-Einstein-Platz, und um diesen Platz gruppieren sich vier Gebäude, die sich die verschiedenen Achsen in Richtung Fußgängerzone und Innenstadt ausbilden. Hier zum Hauptbahnhof hin haben wir ein neues Stadttor geschaffen, also eine direkte Wegeverbindung von dem Hauptbahnhof über die Sedelhöfe in die Innenstadt. Hier ein Blick auf den Albert-Einstein-Platz. Es ist mittlerweile ein ganz belebter Platz geworden, hier mit einem Wasserspiel, in dem sich die Menschen, die in Ulm oder in der Umgebung arbeiten, wohnen und einkaufen, zusammenfinden. Das ist ein Ort des sozialen Treffens geworden. Sie sehen hier auch noch mal ganz wichtig für uns waren eben von dem Platz ausgehend die Wegebeziehungen und die Sichtbeziehungen hier einmal auf den Ulmer Münster. Der Platz, um den Platz herum, die Gebäude, die haben wir ganz heterogen gestaltet. Also sie unterscheiden sich in Nutzung, in der architektonischen Gestaltung, in der Formgebung, und sie öffnen sich alle im Erdgeschoss über große Glasfassaden mit ihren Handelsflächen. Was macht ein buntes Stück Stadt aus? Es macht vor allem die Durchmischung aus. Und so haben wir ganz viele unterschiedliche Nutzungen eingebracht. Wichtig war es, ein autofreies Quartier zu schaffen. Somit haben wir die Autos alle in das Untergeschoss verbannt. Auch der Hauptbahnhof nutzt diese Parkflächen mit. Und so dass wir im Erdgeschoss die Fußgängerzone erweitern konnten bis zum Hauptbahnhof. Wir haben Handelsflächen, wir haben Büro, Versorgung und Wohnen vereint in einem Quartier. Hier ein ganz besonderer Baustein, der auch das Ganze, die Sedelhöfe, wirklich zu einem Quartier macht. Das ist das Wohnen, die 112 Mietwohnungen, die auf dem Dach von Haus 3 entstanden sind, mit einem grünen Innenhof und Spielflächen. Das sind wahrscheinlich die zentralsten Wohnungen in Ulm mit einer tollen ÖPNV-Anbindung und trotzdem ganz ruhig gelegen. Also diese Durchmischung des Quartiers und die Anbindung an die Fußgängerzone, an den Bestand, führen zu einer sehr starken Frequentierung des Quartiers und somit auch zur Akzeptanz der Sedelhöfe. Ich habe jetzt auch noch mal gelesen, also die Sedelhöfe haben auch ein jährliches Quartiersfest, also sie haben sich so richtig als Quartier und Gemeinschaft gefunden, was uns natürlich sehr freut. Gerade die Eröffnung war in der Corona-Zeit der Sedelhöfe, also eine ganz schwere Zeit für den Einzelhandel. Aber mittlerweile ist dort auch eine Vollvermietung, und das macht uns natürlich sehr froh, dass das Konzept so aufgeht. Hier ein letzter Blick auf den Albert-Einstein-Platz mit dem Wasserspiel, und man sieht, welch schöner öffentlicher Raum entstanden ist für alle Personen in Ulm. Und denn wichtiger als die Architektur und die Gebäude einer Stadt sind die Erlebnisse, die die Menschen in ihrer Stadt machen. Das war Retail in Transition. Wir haben auch eine Internetseite. Ich habe, wie gesagt, ein paar Bücher dabei. Da können Sie auch gerne noch mal reingucken, oder wir unterhalten uns später noch mal drüber. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gallo. Das war wunderbar. Und jetzt haben Sie die Latte noch mal höher gelegt für Leonberg. Nicht arme, aber doch sehr herausgeforderte Leonberg, weil natürlich so Beispiele aus Tokio und selbst aus Köln doch ein bisschen noch eine andere Power hinter sich haben. Und das ist uns ja auch bewusst, und trotzdem schauen wir sie gerne an. Aber trotzdem ist die Frage, wie könnte man so etwas jetzt hier in einem etwas bescheideneren, aber nicht weniger aufregenden Maßstab vielleicht nach Leonberg holen? Es ist jetzt eigentlich schon Pausenzeit, aber wenn jemand auf einer Frage sitzt, so möchte ich diese Frage gerne zulassen. Und dann haben wir eine Kaffeepause, bei der wir auch die Stühle umbauen werden. Ja, herzlichen Dank für die interessanten Eindrücke. Eine Frage, die zu den beiden Tagen hier passt. Sie haben das Beispiel von Düsseldorf genannt. Ich kenne den Platz, ich kenne auch die Innenstadt dort mit dem begrünten Haus. Und Sie haben das so schön aufgezeigt. Leider ist dort eine Belieferung, An- und Ablieferung. Das haben Sie architektonisch jetzt schöner gestaltet. Wenn so etwas ist,
Wie arbeiten Sie, ich komme, Andreas, auf deine Figur Schwarmintelligenz, dann mit den anderen Leuten zusammen? Ich gucke jetzt als Logistiker, ich denke an den Handel. Wie kriegt er seine Ware? Gehen Sie als Architekten raus dann oder haben Sie eine Arbeitsgemeinschaft? Weil wir müssen es ja ganzheitlich sehen. Also genau, die Anlieferung beschäftigt uns in fast jedem Projekt. Also die Anlieferung einfach auf dem Straßenraum ist etwas, was wir in den Großstädten auf jeden Fall gar nicht mehr machen dürfen. Wir müssen die Anlieferungszonen tatsächlich in die Häuser bringen und somit auch aus dem Blickfeld. Natürlich muss angeliefert werden. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, dass Einzelhandel überhaupt möglich ist. Doch wir müssen gucken, wo wir anliefern, welchen Raum wir dafür nutzen und vielleicht nicht gerade einen zentralen Platz, der eine tolle Qualität für andere Dinge mit sich bringt. Also haben Sie Partner dafür? Genau, auf jeden Fall. Also gerade in diesen innerstädtischen Bereichen arbeiten wir bei fast allen Projekten auch mit Verkehrsplanern zusammen, um diese Themen zu betrachten. Dankeschön. Wunderbar. Dann bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Gallo, aber auch überhaupt bei allen Referenten, die angereist sind, Herr Künkele, Herr Wilberger und den Referenten, der nicht angereist ist, Herr Kerner, für Ihre guten Impulse, die Sie geliefert haben. Wir haben uns jetzt ein bisschen aufgeladen